Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hätte ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und ward darum Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemandem sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete der Spiegel: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da ward sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. Und als es 7 Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum. So hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach: Bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Weißt du was? Es reicht mir nicht, sie nicht nur nicht mehr sehen zu müssen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen. Der Jäger gehorchte und führte es hinaus. Und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach: Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben. Ich will in den Wald laufen und nimmermehr wiederkommen. Und weil es gar so schön war, denn so sind die Männer, hatte der Jäger Mitleid und sprach: Also lauf hin, du armes Kind. Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben, dachte er. Und doch war es ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Und als gerade ein junger Frischling dahergesprungen kam, stach er ihn kurzerhand ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch musste sie in Salz kochen und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte nun Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Nun war das arme Kind in dem großen Wald mutterseelenallein und ward ihm so Angst, dass es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte.
Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen, und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei. Aber sie taten ihm nichts. Es lief, solange nur die Füße noch fort konnten, bis es bald Abend werden sollte. Da saß ein kleines Häuschen und ging hinein, sich zu ruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, dass es nicht zu sagen ist. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit 7 kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffellein. Ferner 7 Messerlein und Gäbelein und 7 Becherlein. An der Wand waren 7 Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Schneewittchen, weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tröpflein Wein, denn es wollte nicht einem alles wegnehmen. So bediente es sich halt bei allen, aber nur ein bisschen. Hernach, weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins passte. Das eine war zu lang, das andere zu kurz, bis endlich das 7. recht war. Und darin blieb es liegen, befahl sich Gott und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein. Das waren die 7 Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre 7 Lichtlein an, und wie es nun hell im Häuslein war, sahen sie, dass jemand darin gesessen war. Denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach: Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Der zweite: Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der dritte: Wer hat von meinem Brötchen genommen? Der vierte: Wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Der fünfte: Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Der sechste: Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Der siebente: Ihr habt gut reden, aber wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Dann sah sich der erste um und sah, dass auf seinem Bett eine kleine Delle war. Da sprach er: Wer hat in meinem Bettchen getreten? Die anderen kamen gelaufen und riefen: In meinem auch! In meinem hat auch jemand gelegen! Der siebente aber, als er in sein Bett sah, erblickte Schneewittchen. Das lag darin und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung, holten ihre 7 Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen. Ei du mein Gott, ei du mein Gott, riefen sie, was ist das Kind so schön? Und hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der 7. Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde. Da war die Nacht herum. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen, und wie es die 7 Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten: Wie heißt du? Ich heiße Schneewittchen, antwortete es. Wie bist du in unser Haus gekommen? Sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte wollen umbringen lassen, der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt. Und da wäre es gelaufen, den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hätte. Die Zwerge sprachen: Willst du unseren Haushalt versehen, kochen, Betten waschen, nähen und stricken? Und willst du alles ordentlich und reinlich halten, so kannst du bei uns bleiben. Und es soll dir an nichts fehlen. Nichts gegen Gastfreundschaft im Allgemeinen, aber wer bleiben möchte, muss halt mit anpacken, Königstochter oder nicht. Ja, sagte Schneewittchen, von Herzen gern, und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung. Morgens gingen sie in die Berge und suchten Erz und Gold. Abends kamen sie wieder, und da musste ihr Essen bereit sein. Den ganzen Tag über war das Mädchen allein. Da warnten es die guten Zwerglein und sprachen: Hüte dich vor deiner Stiefmutter. Die wird bald wissen, dass du hier bist,
Lass ja niemand herein. Die Königin aber, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber glaubte gegessen zu haben, dachte nicht anders, als sie wäre wieder die Erste und Allerschönste, trat vor ihrem Spiegel und sprach: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete der Spiegel: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Da erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel keine Unwahrheit sprach und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Und da sann und sann sie aufs Neue, wie sie es umbringen wollte. Denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und kleidete sich wie eine alte Krämerin und war ganz unkenntlich. In dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür und rief: Schöne Ware, Pfeil! Schöne Ware, Pfeil! Pfeil! Schneewittchen guckte zum Fenster hinaus und rief: Guten Tag, liebe Frau! Was habt ihr zu verkaufen? Gute Ware, antwortete sie. Schnürriemen von allen Farben, und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen, dachte Schneewittchen, riegelte die Türe auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. Kind, sprach die Alte, wie du aussiehst. Komm her, ich will dich einmal ordentlich schnüren. Schneewittchen hatte keine Arg, stellte sich vor sie und ließ sich mit dem neuen Schnürriem schnüren. Aber die Alte schnürte geschwind und schnürte so fest, dass es dem Schneewittchen der Atem verging und es für tot hinfiel. Nun bist du die Schönste gewesen, sprach sie und eilte hinaus. Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Haus. Aber wie erschraken sie, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen, und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe, und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriem entzwei. Da fing es an, ein wenig zu atmen und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie: Die alte Krämerfrau. Es war bestimmt niemand anderes als die gottlose Königin. Hüte dich und lass keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind. Das böse Weib aber, als es nach Hause gekommen war, ging vor den Spiegel und fragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie sonst: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen. So erschrak sie, denn sie sah wohl, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. Nun aber, sprach sie, nun aber will ich etwas aussehen, das dich zugrunde richten soll. Und mit Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie hin, über die sieben Berge, zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür und rief: Gute Ware, Pfeil, gute Ware, Pfeil. Schneewittchen schaute heraus und sprach: Geht nur weiter, ich darf niemanden hereinlassen. Hereinlassen schön und gut, aber das Ansehen wird dir doch erlaubt sein, oder? Sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kinde so gut, dass es sich betören ließ und die Türe öffnete. Wenn es um Schönheit geht, verlieren halt viele ihre Vorsicht.
selbst nach einem Anschlag auf das eigene Leben. Als sie des Kaufs einig waren, denn wenn man schon dabei ist, kann man ja immer noch ein wenig verdienen, sprach die Alte: Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen, mein Kind. Das arme Schneewittchen dachte an nichts, ließ die Alte gewähren. Aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. Du Ausbund von Schönheit, sprach das boshafte Weib. Jetzt ist's um dich geschehen. Und ging fort. Zum Glück aber war es bald Abend, wo die 7 Zwerglein nach Hause kamen. Als sie Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter in Verdacht, suchten nach und fanden den giftigen Kamm. Und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal auf der Hut zu sein und niemand die Türe zu öffnen. Die Königin allerdings stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er, wie vorher: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen bei den 7 Zwergen ist noch 1000-mal schöner als ihr. Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. Wie viele Leben hat das verfluchte Gör? Schneewittchen soll sterben, rief sie. Und wenn es mein eigenes Leben kostet. Darauf ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkam, und machte da einen giftigen, giftigen Apfel. Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, dass jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich wie eine Bauersfrau. Und so ging sie über die 7 Berge zu den 7 Zwergen. Sie klopfte an. Schneewittchen streckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach: Ich darf keinen Menschen einlassen. Die 7 Zwerge haben's mir verboten. Mir auch recht, antwortete die Bäuerin. Meine Äpfel will ich schon loswerden. Weißt du was, mein schönes Kind? Da, einen will ich dir schenken. Nein, sprach Schneewittchen. Ich darf auch nichts annehmen. Fürchtest du dich etwa vor Gift? Sprach die Alte. Siehst du. Da schneide ich den Apfel in 2 Teile. So. Den roten backen, den weißen will ich essen. Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass der rote Backen allein giftig war. Schneewittchen lusterte den schönen Apfel an. Und als es sah, dass die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach: Weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz. Diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Sterbe wohl und liege lang. Und als sie daheim den Spiegel befragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er endlich: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann. Die Zwerglein, wie sie abends nach Hause kamen,
fanden Schneewittchen auf der Erde liegen. Und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund. Und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob sie etwas Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein. Aber es half alles nichts. Das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle siebene daran und beweinten es und weinten 3 Tage lang. Da wollten sie es begraben. Aber es sah noch so frisch aus, wie ein lebender Mensch, und hatte noch seine schönen, roten Backen. Sie sprachen, Das können wir nicht in die schwarze Erde versenken. Und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte, und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf, und dass es eine Königstochter wäre. Dann setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen. Erst eine Eule, dann ein Rabe, zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe. Denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen, »Lasst mir den Sarg. Ich will euch geben, was auch immer ihr dafür haben wollt.« Aber die Zwerge antworteten, »Wir geben ihn nicht für alles Gold der Welt.« Da sprach er, »So schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes.« Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern forttragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und von dem Schüttern, wo der giftige Apfelgrütz, den Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange, so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und ward wieder lebendig. »Ach Gott, wo bin ich?« rief es. Der Königssohn sagte voll Freude, »Du bist bei mir!« und erzählte, was sich zugetragen hatte, und sprach, »Ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss. Du sollst meine Gemahlin werden.« Da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm, und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Zu dem Feste wurde aber auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie sich nun mit schönen Kleidern angetan hatte, trat sie vor dem Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Der Spiegel antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber die junge Königin ist noch 1000-mal schöner als ihr.« Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und ward ihr so Angst, dass sie sich nicht zu lassen wusste. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen, doch ließ es ihr keine Ruhe. Sie musste fort und die junge Königin sehen, wie schön sie war. Sehen, wer es wagte, schöner zu sein als sie. Und wie sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen. Und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffel über Kohlenfeuer gestellt.
Immerhin hatte man Zwerge da und die verstehen sich auf die Schmiedekunst und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel. Mein Igel. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. Es war einmal ein Bauer, der hatte viel Geld und Gut. Aber so reich er auch war, so fehlte doch etwas an seinem Glück. Er hatte mit seiner Frau keine Kinder. Öfters, wenn er mit den anderen Bauern in die Stadt ging, spotteten sie über ihn und fragten, warum er keine Kinder hätte. Und so manches Wort fiel, welches ich hier nicht wiederholen werde. Aus Gründen. Da ward er zornig, und als er nach Hause kam, sprach er, ich will ein Kind haben und soll's ein Igel sein. Menschen und ihre Wünsche. Fast genauso schlimm, wie höhere Mächte, die einem beim Wort nehmen. Denn da kriegte seine Frau ein Kind, das war oben ein Igel und unten ein Junge. Und als sie das Kind sah, erschrak sie und sprach, siehst du, was du getan hast? Du hast uns verwünscht. Denn natürlich war der Mann schuld. Wie konnte es denn auch anders sein? Da sprach der Mann, ach, was kann das alles helfen, Weib? Getauft muss der Junge werden. Aber wir können keinen Gevatter dazu nehmen. Die Frau sprach, wir können ihn auch nicht anders taufen als Hans, mein Igel. Als er getauft war, sagte der Pfarrer, der kann wegen seiner Stacheln in kein ordentliches Bett kommen. Da wurde hinter dem Ofen ein wenig Stroh zurechtgemacht und Hans, mein Igel, darauf gelegt. Er konnte auch an der Mutter nicht trinken, denn er hätte sie mit seinen Stacheln gestochen. So lag er da hinter dem Ofen 8 Jahre. Und sein Vater war ihn müde und dachte, wenn er nur stürbe. Aber er starb nicht, sondern blieb da liegen. Nun trug es sich zu, dass in der Stadt ein Markt war und der Bauer wollte hingehen. Da fragte er seine Frau, was er ihr sollte mitbringen. Ein wenig Fleisch und ein paar Wecke, was zum Haushalt gehört, sprach sie. Darauf fragte er die Magd. Die wollte ein paar Toffeln und Zwickelstrümpfe. Endlich sagte er auch, Hans, mein Igel, was willst du denn haben? Federchen, sprach er, bring mir doch einen Dudelsack mit. Ein klarer Beweis dafür, dass man vorsichtig damit sein sollte, was man seine Kinder so fragt. Wie nun der Bauer wieder nach Hause kam, gab er der Frau, was er ihr gekauft hatte, Fleisch und Wecke. Und dann gab er der Magd die Toffeln und die Zwickelstrümpfe. Endlich ging er hinter den Ofen und gab dem Hans, mein Igel, den Dudelsack. Und als Hans, mein Igel, den Dudelsack hatte, sprach er, Väterchen, geht doch vor die Schmiede und lasst mir meinen Gockelhahn beschlagen. Denn dann will ich fortreiten und will nimmermehr wiederkommen. Da ward der Vater froh, dass er ihn loswerden sollte und ließ ihm den Hahn beschlagen, schneller als Hans den Sack aufblasen konnte. Und als er fertig war, setzte sich Hans, mein Igel, darauf
ritt fort, nahm auch Schweine und Esel mit, denn die wollte er draußen im Walde hüten. Im Wald aber musste der Hahn mit ihm auf einen hohen Baum fliegen. Da saß er und hütete die Esel und Schweine und saß lange, lange Jahre, bis die Herde ganz groß war und wusste sein Vater nichts von ihm. Wenn er aber auf dem Baum saß, blies er seinen Dudelsack und machte Musik, die war sehr schön. Obwohl es halt, nun, Dudelsackmusik war. Seltsam, aber so stets geschrieben. Einmal kam ein König vorbeigefahren, der hatte sich verirrt und hörte die Musik. Denn wie sollte man sie auch überhören? Da verwunderte er sich darüber und schickte seinen Diener hin. Er sollte sich einmal umgucken, wo die Musik herkäme. Er guckte sich auch um, sah aber nichts als ein kleines Tier auf dem Baum oben sitzen. Das war wie ein Gockelhahn, auf dem ein Igel saß, und der machte die Musik. Da sprach der König zum Bedienten, er sollte fragen, warum er da säße und ob er nicht vielleicht wüsste, wo der Weg in sein Königreich ginge. Da stieg Hansmann Igel vom Baum und sprach, er wollte den Weg wohl zeigen, wenn der König ihm wollte verschreiben und versprechen, was ihm zuerst begegnete am königlichen Hofe, sobald er nach Hause käme. Da dachte der König, das kann ich leicht tun. Hansmann Igel versteht's doch nicht und ich kann schreiben, was ich will. Da nahm der König Feder und Tinte und schrieb etwas auf. Und als es geschehen war, zeigte ihm Hansmann Igel den Weg und er kam glücklich nach Haus. Seine Tochter aber, wie sie ihn von Weitem sah, war so voll Freuden, dass sie ihm entgegenlief und küsste. Da gedachte er an Hansmann Igel und erzählte ihr, wie es ihm ergangen war und dass er einem wunderlichen Tiere hätte verschreiben sollen, was ihm daheim zuerst begegnen würde. Und das Tier hätte auf einem Hahn wie auf einem Pferd gesessen und schöne Musik gemacht. Er hätte aber geschrieben, er soll's nicht haben, denn Hansmann Igel könnte es doch nicht lesen. Darüber war die Prinzessin froh und sagte, das wäre gut, denn sie wäre doch nimmermehr hingegangen. Einen hahnenreitenden, igligen Dudelsackspieler, wo käme man denn da hin? Hansmann Igel aber hütete die Esel und Schweine, war immer lustig, saß auf dem Baum und blies auf seinem Dudelsack. Nun geschah es, dass ein anderer König gefahren kam mit seinen Bedienten und Läufern und hatte sich verirrt. Könige halt, und wusste nicht, wieder nach Hause zu kommen, weil der Wald so groß war. Da hörte er gleichfalls die schöne Musik von Weitem und sprach zu seinem Läufer, was das wohl wäre. Er sollte einmal zusehen. Da ging der Läufer hin, unter dem Baum, und sah den Gockelhahn sitzen und Hansmann Igel obendrauf. Der Läufer fragte ihn, was er da oben vorhätte. Nicht? Ich hüte meine Esel und Schweine. Nach was sieht das denn sonst wohl aus? Aber was ist euer Begehr? Der Läufer sagte, sie hätten sich verirrt und könnten nicht wieder ins Königreich, ob er ihnen nicht den Weg zeigen wollte. Da stieg Hansmann Igel vom Baum herunter und sagte zu dem alten König, er wollte ihm den Weg zeigen, wenn er ihm zu eigen geben wollte, was ihm zu Haus vor seinem königlichen Schlosse als erstes begegnen würde. Der König sagte ja und unterschrieb dem Hansmann Igel, er sollte es haben. Als das geschehen war, ritt er auf dem Gockelhahn voraus und zeigte ihm den Weg und gelangte der König glücklich wieder in sein Reich. Wie er nun auf den Hof kam, war große Freude darüber. Nun hatte er eine einzige Tochter, die war sehr schön, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und freute sich, dass ihr alter Vater wiederkam. Sie fragte ihn auch, wo er denn so lange in der Welt gewesen wäre. Da erzählte er ihr, er hätte sich verirrt und wäre beinahe gar nicht wiedergekommen.
aber als er durch einen großen Wald gefahren wäre, hätte einer, halb wie ein Igel, halb wie ein Mensch, rittlings auf einem Hahn in einem hohen Baum gesessen und schöne Musik gemacht. Der hätte ihm fortgeholfen und den Weg gezeigt. Er aber hätte ihm dafür versprochen, was ihm am königlichen Hofe zuerst begegnete. Und das wäre sie, und das täte ihm nun so leid. Da versprach sie ihm aber, sie wollte gerne mit ihm gehen, wenn er käme, ihrem alten Vater zuliebe. Hans mein Igel aber hütete seine Schweine. Und die Schweine bekamen wieder Schweine, und diese bekamen wieder Schweine und wurden so viel, dass der ganze Wald voll war. Ein Schweinewald. Da wollte Hans mein Igel nicht länger im Walde leben und ließ seinem Vater sagen, sie sollten alle Ställe im Dorf räumen. Denn er käme mit einer großen Herde, dass jeder schlachten könnte, der nur schlachten wollte. Da war sein Vater betrübt, als er das hörte. Denn er dachte, Hans mein Igel wäre schon längst gestorben. Hans mein Igel aber setzte sich auf seinen Gockelhahn, trieb die Schweine vor sich hin ins Dorf und ließ schlachten. Puh, das war ein Gemetzel und ein Hacken, dass man's 2 Stunden weit hören konnte. Danach sagte Hans mein Igel, »Väterchen, lasst mir meinen Gockelhahn noch einmal vor der Schmiede beschlagen. Dann reite ich fort und glaubt mir, komme mein Lebtag nicht wieder.« Da ließ der Vater den Gockelhahn sofort beschlagen und war erneut froh, dass Hans mein Igel nicht wiederkommen wollte. Hans mein Igel ritt fort in das erste Königreich. Da hatte der König befohlen, wenn ein Igel käme, auf einen Hahn geritten und hätte einen Dudelsack bei sich, dann sollten alle auf ihn schießen, hauen und stechen, damit er nicht ins Schloss käme. Über diese Unwahrscheinlichkeit kicherte das Volk, aber sie hielten ihre Augen auf. Als nun Hans mein Igel tatsächlich dahergeritten kam, drangen sie mit Bajonetten auf ihn ein. Aber er gab dem Hahn die Sporen, flog auf über das Tor hin vor des Königs Fenster, ließ sich da nieder und rief ihm zu, er sollte ihm geben, was er versprochen hätte, sonst so wollte er ihm und seiner Tochter das Leben nehmen. Da gab der König seiner Tochter gute Worte. Sie möchte zu ihm hinausgehen, damit sie ihm und sich das Leben rettete. Da zog sie sich weiß an, und ihr Vater gab ihr einen Wagen mit 6 Pferden und herrliche Bediente, Geld und Gut. Sie setzte sich ein, und Hans mein Igel mit seinem Hahn und den Dudelsack neben sie. Dann nahmen sie Abschied und zogen fort. Und der König dachte, er kriegte sie nicht wieder zu sehen. Es ging aber anders, als er dachte. Denn als sie ein Stück des Weges von der Stadt waren, da zog Hans, mein Igel, kurzerhand der Königstochter die schönen Kleider aus und stach sie mit seiner Igelhaut, bis sie ganz blutig war und sagte, »Das ist der Lohn für eure Falschheit. Geh hin, ich will dich nicht.« Und jagte sie damit nach Haus und war sie beschimpft ihr Lebtag. Hans mein Igel aber ritt weiter auf seinem Gockelhahn und mit seinem Dudelsack nach dem 2. Königreich, wo er dem König auch den Weg gezeigt hatte. Der aber hatte bestellt, wenn einer käme, wie Hans mein Igel, sollten sie das Gewehr präsentieren, ihn frei hereinführen, Vivat! Rufen und ins königliche Schloss bringen. Auch dort kicherte zuerst das Volk, doch als er dann tatsächlich ankam, bereiteten sie ihm einen fürstlichen Empfang. Wie ihn nun die Königstochter sah, war sie erschrocken, weil er doch gar zu wunderlich aussah. Sie dachte aber, es wäre nicht anders. Sie hätte es ihrem Vater versprochen, Dudelsackspieler oder nicht. Da ward Hans mein Igel von ihr willkommen geheißen und mit ihr vermählt. Und er musste mit an die königliche Tafel gehen, und sie setzte sich zu seiner Seite, und sie aßen und tranken.
Wie es nun Abend war und sie schlafen gehen wollten, da fürchtete sie sich sehr vor seinen Stacheln. Er aber sprach, sie sollte sich nicht fürchten, es geschehe ihr kein Leid, und sagte zu dem alten König, er sollte 4 Mann bestellen. Die sollten vor der Kammertür wachen und ein großes Feuer anmachen. Und wenn er in die Kammer ginge und sich ins Bett legen wollte, würde er aus seiner Igelhaut herauskriechen und sie vor dem Bett liegen lassen. Dann sollten die Männer hurtig herbeispringen und sie ins Feuer werfen. Auch dabei bleiben, bis sie vom Feuer verzehrt wären. Wie die Glocke nun 11 schlug, da ging er in die Kammer, streifte die Igelhaut ab und ließ sie vor dem Bette liegen. Da kamen die Männer, holten sie geschwind und warfen sie ins Feuer. Und als sie das Feuer verzehrt hatte, da war er erlöst und lag im Bett als ein normaler Mensch. Aber er war kohlschwarz, wie gebrannt. Der König schickte nach seinem Arzt. Der wusch ihn mit guten Salben und balsamierte ihn. Da ward er weiß und war ein schöner junger Herr. Als das nun die Königstochter sah, war sie froh, und am anderen Morgen standen sie mit Freuden auf, aßen und tranken, und nun wurde die Vermählung erst recht gefeiert. Und Hans mein Igel bekam das Königreich vom alten König. Wie etliche Jahre herum waren, fuhr er mit seiner Gemahlin zu seinem Vater und sagte, er wäre sein Sohn. Der Vater aber sprach, er hätte keinen. Er hätte nur einen gehabt, der wäre aber wie ein Igel, mit Stacheln geboren worden und wäre in den Wald gegangen. Da gab er sich aber zu erkennen, und der alte Vater freute sich sehr und ging sodann mit ihm in sein Königreich. Nicht, dass er es verdient hätte, aber Hans war nun einmal weitaus besser, als sein Vater es je gewesen. Vom tapferen Schneiderlein. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. An einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tische am Fenster, war guter Dinge und nähte aus Leidenschaft. Halt das, was so ein Schneiderlein macht. Da kam eine Bauersfrau die Straße herab und rief, »Gut Mußfeil! Gut Mußfeil!« Das klang dem Schneiderlein lieblich in den Ohren. Er steckte sein zartes Haupt zum Fenster hinaus und rief, »Hier herauf, liebe Frau! Hier wird sie ihre Ware los!« Die Frau stieg die 3 Treppen mit ihrem schweren Korbe zu dem Schneider herauf und musste die Töpfe sämtlich vor ihm auspacken. Er besah sie alle, hob sie in die Höhe, beschaute sie in jeglichem möglichen Lichte, hielt die Nase dran und sagte endlich, »Das Mus scheint mir gut. Wieg sie mir doch 4 Lot ab, liebe Frau. Wenn's auch ein Viertelpfund ist, kommt es mir nicht darauf an.« Die Frau, welche gehofft hatte, einen guten Absatz zu finden, gab ihm, was er verlangte, ging aber ganz ärgerlich und brummig fort. »Nun, das Mus soll mir Gott gesegnen«, rief das Schneiderlein, »und soll mir Kraft und Stärke geben«, holte das Brot aus dem Schrank, schnitt sich ein Stück über den ganzen Leib und strich das Mus darüber. »Das wird nicht bitter schmecken«, sprach er, »aber erst will ich den Wams fertig machen, ehe ich anbeiße.« Er legte das Brot neben sich, nähte weiter
und machte vor Freude immer größere, dafür plötzlich nicht wirklich gerade Stiche. Indes stieg der Geruch von dem süßen Muße hinauf an die Wand, wo die Fliegen in großer Menge saßen, so dass sie herangelockt wurden und sich scharenweise darauf niederließen. »Ei, wer hat euch eingeladen?« sprach das Schneiderlein und jagte die ungebetenen Gäste fort. Die Fliegen aber, die kein Deutsch verstanden, ließen sich nicht abweisen, sondern kamen in immer größerer Gesellschaft wieder. Da lief dem Schneiderlein endlich, wie man sagt, die Laus über die Leber. Es langte aus seiner Hölle nach einem Tischlappen und »Wart, ich will es euch geben!« schlug es unbarmherzig darauf. Als es abzog und zählte, so lagen nicht weniger als 7 vor ihm tot und streckten die Beine. »Bist du ein Kerl?« sprach er und musste selbst seine Tapferkeit bewundern. »Du bist so ein Kerl! Das soll die ganze Stadt erfahren!« Und in der Hast schnitt sich das Schneiderlein einen Gürtel, nähte ihn und stickte, ganz bescheiden, mit großen Buchstaben darauf, 7 auf einen Streich. »Ei, was Stadt!« sprach er weiter, »die ganze Welt soll es erfahren!« Und sein Herz wackelte ihm vor Freude wie ein Lämmerschwänzchen. Der Schneider band sich den Gürtel um den Leib und wollte in die Welt hinaus, weil er meinte, die Werkstätte sei zu klein für seine Tapferkeit. Ehe er abzog, suchte er im Haus herum, ob nichts da wäre, was er mitnehmen könnte. Er fand aber nichts als einen alten Käs. Den steckte er ein. So ist es halt, wenn man nichts hat. Vor dem Tore bemerkte er einen Vogel, der sich im Gesträuch gefangen hatte. Der musste zu dem Käse in die Tasche. Nun nahm er den Weg tapfer zwischen die Beine und weil er leicht und behendend war, fühlte er keine Müdigkeit. Der Weg führte ihn auf einen Berg, und als er den höchsten Gipfel erreicht hatte, so saß da ein gewaltiger Riese und schaute sich ganz gemächlich um. Das Schneiderlein ging beherzt auf ihn zu, redete ihn an und sprach, »Guten Tag, Kamerad, Gelsch. Du sitzt da und besiehst dir die weitläufige Welt. Ich bin eben auf den Weg dahin und will mich versuchen. Hast du Lust mitzugehen?« Der Riese sah den Schneider zuerst verdutzt, dann verächtlich an und sprach, »Du Lump, du miserabler Kerl!« »Das wäre«, antwortete das Schneiderlein, knöpfte den Rock auf und zeigte dem Riesen den Gürtel. »Da kannst du lesen, was für ein Mann ich bin. Du kannst doch lesen, oder?« Der Riese las. 7 auf einen Streich«, meinte, das wären Menschen gewesen, die der Schneider erschlagen hätte, und kriegte ein wenig Respekt vor dem kleinen Kerl. Doch wollte er ihn erst prüfen, nahm einen Stein in die Hand und drückte ihn zusammen, dass das Wasser heraustropfte. »Das mach mir nach«, sprach der Riese, »wenn du Stärke hast.« »Ist weiter nichts«, sagte das Schneiderlein. »Das ist bei uns einem Spielwerk«, griff in die Tasche, holte den weichen Käse und drückte ihn, dass der Saft herauslief. »Geld«, sprach er, »das war ein wenig besser. Bei dir tröpfelte es ja eher unbeeindruckend.« Der Riese wusste nicht, was er sagen sollte und konnte es von dem Männlein nicht glauben. Da hob der Riese einen Stein auf und warf ihn so hoch, dass man ihn mit Augen kaum noch sehen konnte. »Nun, du Erpelmännchen, das tu mir nach!« »Gut geworfen«, sagte der Schneider. »Also für einen Riesen. Aber der Stein hat doch wieder zur Erde herabfallen müssen. Ich will dir einen werfen, der soll gar nicht wiederkommen.« Griff in die Tasche und nahm den Vogel und warf ihn in die Luft. Der Vogel
froh über seine unerwartete Freiheit, stieg auf, flog fort und kam nicht wieder. Wie gefällt dir das Stückchen, Kamerad? Fragte der Schneider. Werfen kannst du wohl, sagte der Riese. Aber nun wollen wir sehen, ob du imstande bist, etwas Ordentliches zu tragen. Er führte das Schneiderlein zu einem mächtigen Eichbaum, der da gefällt auf dem Boden lag, und sagte, wenn du stark genug bist, so hilf mir, den Baum aus dem Walde herauszutragen. Na, gerne, antwortete der kleine Mann. Nimm du nur den Stamm auf deine Schulter. Ich will die Äste mit dem Gezweig aufheben und tragen. Das ist doch das Schwerste. Der Riese nahm den Stamm auf die Schulter. Der Schneider aber, arbeitserprobt wie er war, setzte sich auf einen Ast, und der Riese, der sich nicht umdrehen konnte, musste den ganzen Baum und das Schneiderlein noch obendrein forttragen. Es war da hinten ganz lustig und guter Dinge. Pfiff das Liedchen, es ritten drei Schneider zum Tore hinaus, als wäre das Baumtragen ein Kinderspiel. Der Riese, nachdem er ein Stück Wegs die schwere Last fortgeschleppt hatte, konnte nicht weiter und rief, »Hör, hör, ich muss den Baum fallen lassen!« Der Schneider sprang behendiglich herab, fasste den Baum mit beiden Armen, als wenn er ihn getragen hätte, und sprach zum Riesen, »Du bist ein so großer Kerl und kannst den Baum, ach, was sag ich Baum, das Sträuchlein nicht einmal tragen?« Sie gingen zusammen weiter. Und als sie an einem Kirschbaum vorbeiging, fasste der Riese die Krone des Baumes, wo die zeitigsten Früchte hingen, bog sie herab, gab sie dem Schneider in die Hand und hieß ihn zu essen. Das Schneiderlein aber war viel zu schwach und klein, um den Baum zu halten. Und als der Riese losließ, fuhr der Baum in die Höhe und der Schneider ward mit ihm in die Luft geschnellt. Als er wieder ohne Schaden herabgefallen war, sprach der Riese, »Was ist das? Hast du nicht Kraft, die schwache Gerte zu halten?« »An der Kraft fehlt es nicht«, antwortete das Schneiderlein. »Meinst du, das wäre etwas für einen, der siebene mit einem Streich getroffen hat?« »Ich bin über den Baum gesprungen, weil die Jäger da unten in das Gebüsch schießen. Spring nach, wenn du's vermagst.« Der Riese machte den Versuch, konnte aber nicht über den Baum kommen, sondern blieb in den Ästen hängen. Also, dass das Schneiderlein auch hier die Oberhand behielt. Der Riese sprach, »Wenn du ein so tapferer Kerl bist, so komm mit in unsere Höhle und übernachte bei uns.« Das Schneiderlein war bereit und folgte ihm. Als sie in der Höhle anlangten, saßen da noch andere Riesen beim Feuer. Und jeder hatte ein gebratenes Schaf in der Hand und aß davon. Das Schneiderlein sah sich um und dachte, es ist doch hier viel weitläufiger als in meiner Werkstatt. Der Riese wies ihm ein Bett an und sagte, er solle sich hinlegen und ausschlafen. Dem Schneiderlein aber war das Bett zu groß. Er legte sich nicht hinein, sondern kroch in eine Ecke. Als es Mitternacht war und der Riese meinte, das Schneiderlein läge in tiefem Schlafe, so stand er auf, nahm eine große Eisenstange und schlug das Bett mit einem Schlag durch und meinte, er hätte dem Grashüpfer den Garaus gemacht. Mit dem frühesten Morgen gingen die Riesen in den Wald und hatten das Schneiderlein ganz vergessen. Da kam es auf einmal ganz lustig und verwegen dahergeschritten. Die Riesen erschraken, fürchteten, er schlüge sie alle tot und liefen in einer Hast fort. Das Schneiderlein zog weiter, immer seiner spitzen Nase nach. Nachdem er lange gewandert war, kam es in den Hof eines königlichen Palastes. Und da es eine leichte Müdigkeit empfand, so legte es sich ins Gras und schlief ein. Während es da lag, kamen die Leute, betrachteten es von allen Seiten und lasen auf dem Gürtel »Siebene auf einen Streich«. »Siebene? Ach,
Was will der große Kriegsheld hier mitten im Frieden? Das muss ein mächtiger Herr sein. Sie gingen und meldeten es dem König und meinten, wenn Krieg ausbrechen sollte, wäre das ein wichtiger und nützlicher Mann, den man um keinen Preis fortlassen dürfte. Dem König gefiel der Rat und er schickte einen von seinen Hofleuten an das Schneiderlein ab, der sollte ihm, wenn es aufgewacht wäre, Kriegsdienste anbieten. Der Abgesandte blieb bei dem Schläfer stehen, wartete, bis er seine Glieder streckte und die Augen aufschlug und brachte dann seinen Antrag vor. »Eben deshalb bin ich hierher gekommen«, antwortete er. »Ich bin bereit, in des Königs Dienste zu treten.« Also ward er ehrenvoll empfangen und ihm eine besondere Wohnung angewiesen. Die Kriegsleute aber waren dem Schneiderlein aufgesessen und wünschten, es wäre 1000 Meilen weit weg. »Was soll denn daraus werden?« sprachen sie untereinander. »Wenn wir Zank mit ihm kriegen und er haut zu, so fallen auf jeden Streich 7. Da kann unser einer nicht bestehen.« Also fassten sie einen Entschluss, begaben sich allesamt zum König und baten um ihren Abschied. »Wir sind nicht gemacht«, sprachen sie, »neben einen Mann auszuhalten, der 7 auf einen Streich schlägt.« Der König war traurig, dass er um des einen Willen alle seine treuen Diener verlieren sollte, wünschte, dass seine Augen ihn nie gesehen hätten und wäre ihn gerne wieder los gewesen. Aber er getraute sich nicht, ihm den Abschied zu geben, weil er fürchtete, er möchte ihn samt seinem Volke totschlagen und sich auf den königlichen Thron setzen. 7 auf einen Streich und so. Gefährliche Sache. Er sann lange hin und her. Endlich fand er einen Rat. Er schickte zu dem Schneiderlein und ließ ihm sagen, weil er ein so großer Kriegsheld wäre, so wollte er ihm ein Anerbieten machen. In einem Walde seines Landes hausten 2 Riesen, die mit Rauben, Schafsherden vertilgen, morden, sengen und brennen, was Riesen halt so tun, großen Schaden stifteten. Niemand dürfte sich ihnen nahen, ohne sich in Lebensgefahr zu setzen. Wenn er diese beiden Riesen überwände und tötete, so wollte er ihm seine einzige Tochter zur Gemahlin geben und das halbe Königreich zur Ehesteuer. Auch sollten 100 Reiter mitziehen und ihm Beistand leisten. »Ha, das wäre etwas für einen Mann, wie du bist«, dachte das Schneiderlein. »Eine schöne Königstochter und ein halbes Königreich wird einem nicht alle Tage angeboten.« »Oh ja«, gab er zur Antwort. »Die Riesen will ich schon bändigen, aber diese 100 Reiter habe ich dabei gar nicht nötig. Wer 7 auf einen Streich trifft, braucht sich vor 2 nicht zu fürchten.« »Ich weiß ja nicht, wann Sie das letzte Mal gezählt haben, Eure Hoheit, aber 2 sind viel weniger als 7. Das Schneiderlein zog aus und die 100 Reiter folgten ihm, denn immerhin hatten sie ihren Befehl, ob das Schneiderlein nun wollte oder nicht. Als er zu dem Rand des Waldes kam, sprach er zu seinen Begleitern, »Bleibt hier nur halten. Ich will schon alleine mit den Riesen fertig werden.« Dann sprang er in den Wald hinein und schaute sich rechts und links um. Über ein Waldchen erblickte er beide Riesen. Sie lagen unter einem Baume und schnarchten dabei, dass sich die Äste auf- und niederbogen. Das Schneiderlein, nicht faul, las beide Taschen voller Steine und stieg damit auf den Baum. Als es in der Mitte war, rutschte es auf einen Ast, bis es gerade über die Schläfer zu sitzen kam und ließ dem einen Riesen einen Stein nach dem anderen auf die Brust fallen. Der Riese spürte lange nichts. Doch endlich wachte er auf, stieß seinen Gesellen an und sprach, »Was schlägst du mich?« »Du träumst«, sagte der andere. »Ich schlage dich nicht.« Sie legten sich wieder zum Schlaf. Da
Da warf der Schneider auf den zweiten einen Stein herab. »Was soll das?« rief der andere. »Warum wirfst du mich?« »Ich werfe dich nicht«, antwortete der erste und brummte. Sie zankten sich eine Weile herum. Doch weil sie müde waren, ließen sie es gut sein, und die Augen fielen ihnen wieder zu. Das Schneiderlein fing sein Spiel von neuem an, suchte den dicksten Stein aus und warf ihn den ersten Riesen mit aller Gewalt auf die Brust. »Das ist zu arg«, schrie er, sprang wie ein Unsinniger auf und stieß seinen Gesellen wieder den Baum, dass dieser zitterte. Der andere zahlte mit gleicher Münze, und sie gerieten in solcher Wut, dass sie Bäume ausrissen, aufeinander losschlugen, so lange, bis sie endlich beide zugleich tot auf die Erde fielen. Nun sprang das Schneiderlein herab. »Ein Glück nur«, sprach es, »dass sie den Baum, auf den ich saß, nicht ausgerissen haben, sonst hätte ich wie ein Eichhörnchen auf einen anderen springen müssen. Doch unser einer ist flüchtig.« Es zog sein Schwert und versetzte jedem ein paar tüchtige Hiebe in die Brust. Dann ging es hinaus zu den Reitern und sprach, »Die Arbeit ist getan. Ich habe den beiden den Garaus gemacht. Aber hart ist es hergegangen, kann ich euch sagen. Sie haben in der Not Bäume ausgerissen und sich gewehrt. Doch das hilft alles nichts, wenn einer kommt wie ich, der Siebene auf feinen Streich schlägt.« »Seid ihr nicht verwundet?« fragten die Reiter. »Das hat gute Wege«, antwortete der Schneider. »Kein Haar haben sie mir gekrümmt.« Die Reiter wollten ihm keinen Glauben beimessen und ritten in den Wald hinein. Da fand sie die Riesen in ihrem Blute schwimmend, und ringsherum lagen die ausgerissenen Bäume. Das Schneiderlein verlangte von dem König die versprochene Belohnung. Den aber reute sein Versprechen, und er sann aufs Neue, wie er sich den Helden vom Halse schaffen könnte. »Ehe du meine Tochter und das halbe Reich erhältst«, sprach er zu ihm, »musst du noch eine Heldentat vollbringen. In dem Walde läuft ein Einhorn, das großen Schaden anrichtet. Das musst du zuerst einfangen.« »Ein Einhorn«, frug das Schneiderlein. »Ein Einhorn.« »Pferd mit Hörnchen?« »Ließ es nicht locker?« »Ja, ein Einhorn halt. Garstige Biester, vollends falsch in Märchen dargestellt«, entgegnete der König. »Vor einem Einhorne fürchte ich mich noch weniger als vor zwei Riesen. Siebene auf einen Streich, das ist meine Sache.« Er nahm sich einen Strick und eine Axt mit, ging hinaus in den Wald und hieß abermals die, welche ihm zugeordnet waren, außen warten. Er brauchte nicht lange zu suchen. Das Einhorn kam bald daher und sprang geradezu auf den Schneider los, als wollte es ihn ohne Umstände aufspießen. »Sachte, sachte«, sprach er, »so geschwind geht das nicht.« Blieb stehen und wartete, bis das Tier ganz nah war. Dann sprang er behendiglich hinter dem Baum. Das Einhorn rannte mit aller Kraft gegen den Baum und spießte sein Horn so fest in den Stamm, dass es nicht Kraft genug hatte, es wieder herauszuziehen. Und so war es gefangen. »Jetzt habe ich das Vöglein. Naja, Goldchen«, sagte der Schneider, kam hinter dem Baum hervor, legte dem Einhorn den Strick erst um den Hals, dann hieb er mit der Axt das Horn aus dem Baum. Und als alles in Ordnung war, führte er das Tier ab und brachte es dem König. Der König wollte ihm den Verheißenen nun noch immer nicht gewähren und machte eine dritte Forderung. Der Schneider sollte ihm vor der Hochzeit erst ein Wildschwein fangen, das in dem Wald großen Schaden tat. Die Jäger sollten ihm Beistand leisten. »Gerne«, sprach der Schneider, »das ist ein Kinderspiel. Doch so langsam denke ich, ihr wollt mir gar nicht eure Tochter geben.« Die Jäger nahm man nicht mit in den Wald, und sie waren's wohl zufrieden, denn das Wildschwein hatte sie schon mehrmals so empfangen,
dass sie keine Lust hatten, ihm nachzustellen. Als das Schwein den Schnader erblickte, lief es mit schäumendem Mund und wetzenden Zähnen auf ihn zu und wollte ihn zur Erde werfen. Der flüchtige Held aber sprang in einer Kapelle, die in der Nähe war, und gleich oben zum Fenster in einem Satz wieder hinaus. Das Schwein war aber hinter ihm hergelaufen, er aber hüpfte außen herum und schlug die Tür hinter ihm zu. Da war das wütende Tier gefangen, das viel zu schwer und unbehilflich war, um zu den Fenster hinauszuspringen. Das Schneiderlein rief die Jäger herbei. Die mussten den Gefangenen mit eigenen Augen sehen. Der Held aber begab sich zum König, der nun, er mochte wollen oder nicht, sein Versprechen halten musste, und ihm seine Tochter und das halbe Königreich übergab. Hätte er gewusst, dass kein Kriegsheld, sondern ein Schneiderlein vor ihm stand, es wäre ihm noch mehr zu Herzen gegangen. Die Hochzeit ward also mit großer Pracht und kleiner Freude gehalten und aus einem Schneider ein König gemacht. Die meisten Geschichten wären nun vorbei. Doch diese nicht, meine Freunde, denn nach einiger Zeit hörte die junge Königin in der Nacht, wie ihr Gemahl im Traume sprach: »Junge, mach mir den Wams und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen.« Da merkte sie, in welcher Gasse der Junge hergeboren war, klagte am anderen Morgen ihrem Vater ihr Leid und bat, er möchte ihr von dem Manne helfen, der nichts anders als ein Schneider wäre. Der König sprach ihr Trost zu und sagte, »Lass in der nächsten Nacht deine Schlafkammer offen. Meine Diener sollen außen stehen und, wenn er eingeschlafen ist, hineingehen, ihn binden und auf ein Schiff tragen, das ihn in die weite Welt führt.« Die Frau war damit zufrieden. Des Königs Waffenträger aber, der alles mit angehört hatte, war dem jungen Herrn gewogen und hinterbrachte ihm den ganzen Anschlag. »Dem Ding will ich eine Regel vorschieben«, sagte das Schneiderlein. Abends legte er sich zur gewöhnlichen Zeit mit seiner Frau zu Bett. Als sie glaubte, er sei eingeschlafen, stand sie auf, öffnete die Tür und legte sich wieder. Das Schneiderlein, das sich nur stellte, als wenn es schlief, fing an mit heller Stimme zu rufen, »Junge, mach den Wams und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen. Ich habe 7 mit einem Streich getroffen, 2 Riesen getötet, 1 Einhorn fortgeführt und 1 Wildschwein gefangen und sollte mich vor denen fürchten, die draußen vor der Kammer stehen?« Als diese den Schneider sprechen hörten, überkam sie eine große Furcht. Sie rannten, sie liefen, sie flohen, als wenn das wilde Heer selbst hinter ihnen wäre. Und keiner wollte sich mehr an ihn wagen. Also war und blieb das Schneiderlein sein Lebtag König. Das Meerhäschen. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. Es war einmal eine Königstochter. Die hatte in ihrem Schloss, hoch unter der Zinne, einen Saal mit 12 Fenstern. Die gingen nach allen Himmelsgegenden. Und wenn sie hinaufstieg und umherschaute, so konnte sie ihr ganzes Reich übersehen. Aus dem ersten sah sie schon schärfer als andere Menschen, in dem zweiten noch besser, in dem dritten noch deutlicher und immer so weiter, bis in dem 12, wo sie alles sah, was über und unter der Erde war und ihr nichts verborgen bleiben konnte. Weil sie aber stolz war,
sich niemanden unterwerfen wollte und die Herrschaft allein behalten, so ließ sie bekannt machen, es sollte niemand ihr Gemahl werden, der sich nicht so vor ihr verstecken könnte, dass es ihr unmöglich wäre, ihn zu finden. Wer es aber versuche und sie entdecke ihn, so werde ihm das Haupt abgeschlagen und auf einen Pfahl gesteckt. Alles oder nichts. Das macht man halt so, wenn man zu viel Macht hat. Es standen schon 97 Pfähle mit toten Häuptern vor dem Schloss. Und in langer Zeit meldete sich niemand, denn niemand wollte der nächste Schädel auf einem Pfahl sein. Die Königstochter war vergnügt und dachte, ich werde nun für meinen Lebtag frei bleiben. Da erschienen drei Brüder vor ihr und kündigten an, dass sie ihr Glück versuchen wollten. Der Älteste glaubte sicher zu sein, wenn er in ein Kalkloch krieche. Aber sie erblickte ihn schon aus dem ersten Fenster, ließ ihn herausziehen und ihm das Haupt abschlagen. Der Zweite kroch in den Keller des Schlosses. Aber auch diesem erblickte sie aus dem ersten Fenster und es war um ihn geschehen. Sein Haupt kam auf den 99. Pfahl. Da trat der Jüngste vor sie hin und bat, sie möchte ihm einen Tag Bedenkzeit geben. Ach, so gnädig sein, es ihm zweimal zu schenken, wenn sie ihn entdecke. Misslinge es ihm zum dritten Mal, so wolle er sich nichts mehr aus seinem Leben machen. Weil er so schön war und so herzlich bat, so sagte sie, ja, ich will dir das bewilligen, aber es wird dir nicht glücken. Den folgenden Tag sann er lange nach, wie er sich verstecken wollte, aber es war vergeblich. Da ergriff er seine Büchse und ging hinaus auf die Jagd. Was hatte er denn schon zu verlieren? Er sah einen Raben und nahm ihn aufs Korn. Eben wollte er losdrücken, da rief der Rabe, »Schieß nicht, ich will's dir vergelten!« Er setzte ab, ging weiter und kam an einen See, wo er einen großen Fisch überraschte, der aus der Tiefe herab hinauf an die Oberfläche des Wassers gekommen war. Als er angelegt hatte, rief der Fisch, »Schieß nicht, ich will's dir vergelten!« Er ließ ihn untertauchen, ging weiter und begegnete einem Fuchs, der hängte. Er schoss und verfehlte ihn. Da rief der Fuchs, »Hey, Nichtstreffer, komm lieber her und zieh mir den Dorn aus dem Fuße!« Er tat es zwar, wollte aber dann den Fuchs dennoch töten und ihn den Balg abziehen. Der Fuchs sprach, »Lass ab, lass ab! Ich will's dir vergelten!« Der Jüngling ließ ihn laufen. Und da es Abend war, kehrte er heim. Am anderen Tag sollte er sich verkriechen. Aber wie er sich auch den Kopf darüber zerbrach, er wusste nicht wohin. Er ging in den Wald zu dem Raben und sprach, »Hey, du! Ich hab dich leben lassen. Jetzt zeige mir, wohin ich mich verkriechen soll, damit mich die Königstochter nicht sieht.« Der Rabe senkte den Kopf und bedachte sich lange. Endlich schnarrte er, »Ich hab's heraus!« Er holte ein Ei aus seinem Netz, zerlegte es in zwei Teile und schloss den Jüngling hinein. Dann machte er es wieder ganz und setzte sich darauf. Als die Königstochter an das erste Fenster trat, konnte sie ihn nicht entdecken. Auch nicht in den folgenden. Und es fing an, ihr bange zu werden. Doch im 11. da erblickte sie ihn. Sie ließ den Raben schießen, das Ei holen und zerbrechen. Und der Jüngling musste herauskommen. Sie sprach, einmal ist es dir geschenkt. Wenn du es nicht besser machst, so bist du verloren. Am folgenden Tag ging er an den See, rief den Fisch herbei und sprach, »Ich hab dich leben lassen. Nun sage, wohin soll ich mich verbergen, damit mich die Königstochter nicht sieht?« Der Fisch besann sich. Endlich rief er, »Ich hab's heraus. Ich will dich in meinem Bauch verschließen.« Er verschluckte ihn wie der Wal damals Jonas und fuhr hinab auf den Grund des Sees. Die Königstochter blickte durch ihr Fenster. Auch im 11. sah sie ihn nicht und war bestürzt.
Doch endlich im 12. Da entdeckte sie ihn. Sie ließ den Fisch fangen und töten, und der Jüngling kam zum Vorschein. Es kann sich jeder denken, wie ihm zumut war. Sie sprach, zweimal ist dir's geschenkt. Aber dein Haupt wird wohl auf den 100. Pfahl kommen. An dem letzten Tag ging er mit schwerem Herzen aufs Feld und begegnete dem Fuchs. Du weißt alle Schlupfwinkel zu finden, sprach er. Ich hab dich leben lassen. Jetzt rat mir, wohin ich mich verstecken soll, damit mich die Königstochter nicht findet. Ein schweres Stück, antwortete der Fuchs und machte ein bedenkliches Gesicht. Endlich rief er, ich hab's heraus. Er ging mit ihm zu einer Quelle, tauchte sich hinein und kam als ein Marktkrämer und Tierhändler heraus. Der Jüngling musste sich auch in das Wasser tauchen und ward in ein kleines Meerhäschen verwandelt. Der Kaufmann zog in die Stadt und zeigte das artige Tierchen. Es lief viel Volk zusammen, um es anzusehen. Zuletzt kam auch die Königstochter, und weil sie großen Gefallen daran hatte, kaufte sie es und gab dem Kaufmann viel Geld dafür, der dadurch einer der sehr wenigen, sehr reichen Füchse in ein Märchen wurde. Bevor er es ihr hinreichte, sagte er zu ihm, wenn die Königstochter ans Fenster geht, so krieche schnell unter ihren Zopf. Nun kam die Zeit, wo sie ihn suchen sollte. Sie trat nach der Reihe an die Fenster, vom 1., 2., 3. bis zum 11. und sah ihn nicht. Als sie ihn bei dem 12. nicht sah, war sie so voll Angst und Zorn und schlug es so gewaltig zu, dass das Glas in allen Fenstern in 1000 Stücke zersprang und das ganze Schloss erzitterte. Sie ging zurück und fühlte das Meerhäschen unter ihrem Zopf. Da packte sie es, warf es zu Boden und rief, »Fort, mir aus den Augen!« Das Meerhäschen lief zum Kaufmann und beide eilten zur Quelle, wo sie sich untertauchten und ihre wahre Gestalt zurückerhielten. Der Jüngling dankte dem Fuchs und sprach, »Der Rabe und der Fisch sind blitzdumm gegen dich. Du weißt die rechten Pfiffe. Du musst wahr sein.« Der Jüngling ging geradezu in das Schloss. Die Königstochter wartete schon auf ihn und fügte sich ihrem Schicksal. Die Hochzeit ward gefeiert und er war jetzt der König und Herr des ganzen Reiches. Er erzählte ihr niemals, wohin er sich zum 3. Mal versteckt und wer ihm geholfen hatte. Und so glaubte sie, er habe das alles aus eigener Kunst getan und hatte Achtung vor ihm, denn sie dachte bei sich, der kann doch mehr als du. Aber meine Freunde, nun wisst ihr, was sich wirklich zugetragen. Und nur der Höflichkeit wegen, sagt es nie der Königin, denn der 100. Pfahl, der steht da immer noch. Von dem Fischer und seiner Frau. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einem alten Pott, dicht an der See. Und der Fischer ging alle Tage hin und angelte. Und er angelte und angelte. So saß er auch einmal mit seiner Angel und schaute immer in das klare Wasser hinein. Und er saß
und saß. Da ging die Angel auf den Grund, tief, tief hinab. Und wie er sie heraufholte, da zog er einen großen Butt heraus. Da sagte der Butt zu ihm, »Höre, Fischer, ich bitte dich, lass mich leben. Ich bin gar kein richtiger Butt, musst du wissen. Ich bin ein verwünschter Prinz.« »Jawohl.« »Was hilft es dir, wenn du mich tötest? Ich würde dir doch nicht recht schmecken, nicht wahr? Setz mich wieder ins Wasser und lass mich einfach schwimmen.« »Nun«, sagte der Mann, »du brauchst gar nicht viel der Worte zu machen. Ein Butt, der sprechen kann, werde ich wohl schwimmen lassen.« Damit setzte er ihn wieder in das klare Wasser hinein und der Butt schwamm zum Grund hinab und ließ einen langen Streifen Blut hinter sich. Der Fischer aber stand auf und ging zu seiner Frau in den alten Pott. »Mann«, sagte die Frau, »hast du heute nichts gefangen?« »Nee«, sagte der Mann. »Ah, warte, ich hab da einen Butt gefangen. Der sagte, er sei ein verwünschter Prinz. Da habe ich ihn wieder schwimmen lassen.« »Moment, ein verwünschter Prinz? Hast du dir denn nichts gewünscht?« sagte die Frau. »Nee«, sagte der Mann. »Was sollte ich mir denn wünschen?« »Ach, es ist doch übel hier, immer in dem alten Pott zu wohnen. Der stinkt und ist so eklig. Du hättest uns doch eine kleine Hütte wünschen können, nicht wahr? Weißt du was? Geh noch einmal hin und rufe den Butt und sage ihm, wir wollen eine kleine Hütte haben. Er tut das gewiss.« »Ach«, sagte der Mann, »was soll ich da noch einmal hingehen?« »Ich«, sagte die Frau, »du hast ihn doch gefangen gehabt und hast ihn wieder schwimmen lassen. Er tut das gewiss. Geh nur gleich hin.« Der Mann wollte nicht so recht, aber er wollte auch seiner Frau nicht zuwiderhandeln. Und so ging er denn hin an die See. Als er da nun hinkam, war die See ganz grün und gelb und gar nicht mehr so klar. Da stellte er sich denn hin und rief, »Manche, manche, Timpete, Butche, Butche, in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, was ich wohl will.« Da kam der Butt angeschwommen und sagte, »Na, was will sie denn?« »Ach«, sagte der Mann, »ich hatte dich doch gefangen. Und nun, sagt meine Frau, ich hätte mir etwas wünschen sollen. Sie mag nicht mehr in dem alten Pott wohnen, weißt du. Sie wollte gerne eine Hütte haben.« »Geh nur hin«, sagte der Butt, »sie hat sie schon.« Da ging der Mann hin und seine Frau saß nicht mehr in dem alten Pott. Aber es stand eine kleine Hütte da und seine Frau saß vor der Tür auf einer Bank. Da nahm ihn seine Frau bei der Hand und sagte zu ihm, »Komm nur herein, siehst du? Nun ist es doch viel besser.« Da gingen sie hinein und in der Hütte war ein kleiner Vorplatz und eine kleine hübsche Stube und eine Kammer, wo für jeden ein Bett stand. Und Küche und Speisekammer und ein Geräteschuppen waren auch da. Und alles auf das Schönste und Beste eingerichtet, mit Zinnzeug und Messingzeug, wie sich das so gehört. Und hinter der Hütte, da war auch ein kleiner Hof mit Hühnern und Enten und ein kleiner Garten mit Gemüse und Obst war auch dort. »Siehst du«, sagte die Frau, »ist das nicht nett?« »Jo«, sagte der Mann, »so soll es bleiben. Nun wollen wir recht und vergnügt leben.« »Das wollen wir uns bedenken«, sagte die Frau. Und dann aßen sie etwas und gingen zu Bett. So ging das wohl 8 oder 14 Tage. Da sagte die Frau zum Mann, »Hör mal, Mann, die Hütte ist auch gar zu eng. Und der Hof und der Garten, die sind so klein. Der Butt hätte uns ja wohl ein größeres Haus schenken können, oder? Ich möchte wohl in einem großen, steinernen Schloss wohnen. Geh,
Geh hin zum Butt. Er soll uns ein Schloss schenken. Ach, froh, sagte der Mann. Die Hütte ist ja gut genug. Was sollen wir denn in einem Schloss wohnen? Wie was? Sagte die Frau. Geh du nur hin. Der Butt, der kann das wohl. Nee, froh, sagte der Mann. Der Butt hat uns erst die Hütte gegeben. Ich mag nicht schon wieder hinkommen. Das könnte den Butt verdrießen. Na geh doch, geh, sagte die Frau. Er kann das recht gut und tut das gerne. Geh du nur hin. Dem Manne war das Herz so schwer und er wollte nicht. Er sagte bei sich selbst, das ist nicht recht. Er ging aber doch hin. Als er an die See kam, war das Wasser ganz violett und dunkelblau und grau und dick und gar nicht mehr so grün und gelb. Doch war es noch still. Da stellte er sich hin und rief, Manche, manche, Timpete, Butche, Butche in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, aus ich wo will. Na, was will sie denn? Sagte der Butt. Ach, sagte der Mann, halb bekümmert, sie will in einem großen Schlosse wohnen. Geh nur hin, sie steht schon vor der Tür, sagte der Butt. Da ging der Mann fort und dachte, er wollte nach Hause gehen. Aber als er da ankam, stand da nun ein großer, steinerner Palast. Und seine Frau stand eben auf der Treppe und wollte hineingehen. Da nahm sie ihn bei der Hand und sagte, Komm, komm nur herein! Darauf ging er mit ihr hinein und in dem Schlosse war eine große Diele mit marmelsteinernem Boden. Und da waren so viele Bediente, die rissen die großen Türen auf und die Wände glänzten von schönen Tapeten. Und in den Zimmern waren lauter goldene Stühle und Tische. Und kristallene Kronleuchter hingen an der Decke. Und in allen Stuben und Kammern lagen Teppiche. Aber nicht nur das, nein. Das Essen und der allerbeste Wein standen auf den Tischen, als wenn sie brechen sollten. Und hinter dem Hause war ebenfalls ein großer Hof. Allerdings nicht mehr mit Hühnern und Enten oder einem kleinen Gemüsegarten. Nun hatten sie einen großen Hof mit Pferd- und Kuhstall und mit Kutschwagen auf das Allerbeste. Und da war auch noch ein großer prächtiger Garten mit den schönsten Blumen und feinen Obstbäumen und ein Lustwäldchen, wohl eine halbe Meile lang. Darin waren Hirsche und Rehe und Hasen, alles, was man sich nur immer wünschen mag. Na, sagte die Frau, ist das nun nicht schön? Ach jo, sagte der Mann, so soll es auch bleiben. Nun wollen wir in dem schönen Schlosse wohnen und wollen zufrieden sein. Zufrieden, ja, ja, zufrieden. Das wollen wir uns bedenken, sagte die Frau, und wollen es beschlafen. Und damit ging sie zu Bett. Am anderen Morgen wachte die Frau zuerst auf. Es wollte gerade Tag werden, und sie sah aus ihrem Bette das herrliche Land vor sich liegen. Der Mann reckte sich noch. Da stieß sie ihn mit dem Ellbogen in die Seite und sagte, Mann, steh auf und guck mal aus dem Fenster da. Sieh, könnten wir nicht König werden über das ganze Land? Lass es mich anders ausdrücken. Wir könnten König werden über das ganze Land. Geh hin zum Butch, geh. Wir wollen König sein. Ach, froh, sagte der Mann. Was sollen wir denn König sein? Ich mag nicht König sein. Na, sagte die Frau, willst du nicht König sein? So will ich König sein. Das ist auch viel besser. Eine Frau als König. Geh hin zum Butch. Ich will König sein.
Ach, Frau, sagte der Mann, was willst du König sein? Das mache ich ihm nicht sagen. Warum nicht? Spricht was dagegen? Sagte die Frau. Geh stracksen! Ich muss König sein! Da ging der Mann hin. Und er war ganz bekümmert, dass seine Frau König werden wollte. Das ist nicht recht und nicht recht, dachte der Mann. Er wollte gar nicht hingehen, ging aber doch hin. Und als er an die See kam, da war die See ganz schwarz-grau. Und das Wasser gärte von unten herauf und roch ganz faul. Da stellte er sich hin und rief, Manche, manche, Timpete, Butche, Butche, in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will. Na, was will sie denn jetzt? Sagte der Butch. Ach, sagte der Mann, sie will König werden. Geh nur hin, sie ist es schon, sagte der Butch. Da ging der Mann hin, und als er zum Palast kam, da war das Schloss viel größer geworden und hatte einen großen Turm und herrlichen Zierat daran. Und die Schildwachen standen vor dem Tor, und da waren so viele Soldaten und Pauken und Trompeten. Und als er in das Haus kam, da war alles von purem Marmelstein. Und Gold und samtenen Decken und großen goldenen Quasten. Da gingen die Türen vom Saal auf, in dem der ganze Hofstaat war. Und seine Frau saß auf einem hohen Thron von Gold und Diamant und hatte eine große, goldene Krone und das Zepter in der Hand von purem Gold und Edelstein. Und auf jeder Seite von ihr standen 6 Jungfrauen in einer Reihe. Eine immer einen Kopf kleiner als die andere. Da stellte er sich hin und sagte, Jo, Frau, bist du nun König? Ja, sagte die Frau. Nun bin ich König. Da stand er da und sah sie an. Und als er sie so eine Zeit lang angesehen hatte, da sagte er, Ach, Frau, was steht dir das schön, wenn du König bist? Nun wollen wir uns auch nichts mehr wünschen. Nein, Mann, sagte die Frau und war ganz unruhig. Mir wird schon die Zeit eine Weile lang und ich kann das nicht mehr aushalten. Weißt du was? Geh hin zu Butt. König bin ich. Nun muss ich Kaiser auch werden. Ach, Frau, sagte der Mann. Kaiser kann er nicht machen. Ich mach dem Butt das nicht sagen. Kaiser ist nur einer im Reich, weißt du? Kaiser kann der Butt ja nicht machen. Das kann und kann er nicht. Was? Sagte die Frau. Ich bin König. Und du bist bloß mein Mann. Willst du wohl gleich hingehen? Sofort gehst du hin. Kann er König machen, dann kann er auch Kaiser machen. Ich will und will Kaiser sein. Geh, geh gleich hin. Da musste er hingehen. Als der Mann aber hinging, da war ihm ganz bang. Und als er so ging, dachte er bei sich, Das geht und geht nicht gut. Kaiser ist so unverschämt. Der Butch wird das am Ende noch müde, sag ich dir. Und da kam er nun an die See. Da war die See ganz schwarz und dick und fing schon an, so von unten herauf zu gären, dass es Blasen gab. Und da ging ein Windstoß darüber hin, dass es nur so schäumt. Und dem Mann graute. Da stellte er sich hin und rief, Manche, manche, Timpete, Butche, Butche in der See, meine Frau, die Ilsebill,
Weh nicht so, als ich wohl will. Na, was will sie denn jetzt? Sagte der Butt. Ach, Butt, sagte er, meine Frau will Kaiser werden. Kaiser? Geh nur hin, sagte der Butt. Sie ist es schon. Da ging der Mann fort. Und als er ankam, da war das ganze Schloss von poliertem Marmelstein mit alabasternen Figuren und goldenem Zierat. Vor dem Tor marschierten die Soldaten und sie bliesen Trompeten und schlugen Pauken und Trommeln. Aber im Hause, da gingen die Barone und Grafen und Herzöge nur so als Bediente herum. Da machten sie ihm die Türen auf, die waren von lauter Gold. Und als er hereinkam, da saß seine Frau auf einem Throne, der war von einem Stück Gold und war wohl so 2 Meilen hoch. Und sie hatte eine goldene Krone auf. Die war 3 Ellen hoch und mit Brillanten und Karfunkelsteinen besetzt. In der einen Hand hatte sie das Zepter und in der anderen Hand den Reichsapfel. Und auf beiden Seiten neben ihr, da standen die Trabanten so in 2 Reihen. Einer immer kleiner als der andere. Von dem allergrößten Riesen, der war 2 Meilen hoch, bis zu dem allerkleinsten Zwerg. Der war nur so groß wie mein kleiner Finger. Und vor ihr standen viele Fürsten und Herzöge. Da stellte sich der Mann dazwischen und sagte, Frau, bist du nun Kaiser? Ja, sagte sie, ich bin Kaiser. Da stand er da und sah sie recht an. Und als er sie so eine Zeit lang angesehen hatte, da sagte er, ach Frau, was steht dir das so schön, wenn du Kaiser bist? Mann, sagte sie, was stehst du da so herum? Ich bin nun Kaiser. Nun will ich aber auch Papst werden. Geh hin zum Butt. Ach, Frau, sagte der Mann. Was willst du denn noch? Papst? Papst kannst du nicht werden. Papst ist doch nur einer in der Christenheit. Das kann er nicht machen. Mann, sagte sie, ich will Papst werden. Geh gleich hin. Ich muss heute noch Papst werden. Nein, Frau, sagte der Mann. Das mache ich ihm nicht sagen. Das geht nicht gut, sag ich dir. Das ist zu grob. Zum Papst kann ich der Butt auch nicht machen. Mann, was ist das für ein Geschwätz? Sagte die Frau. Kann er Kaiser machen? Kann er auch Papst machen? Geh sofort hin. Ich bin Kaiser und du bloß mein Mann. Willst du wohl sofort hingehen? Da kriegte er Angst und ging hin. Ihm war aber ganz flau und er zitterte und bebte und die Knie und die Waden bibberten ihm. Da fuhr ein Wind über das Land und die Wolken flogen, dass es dunkel wurde wie am Abend. Die Blätter wehten von den Bäumen und das Wasser ging und brauste, als ob es kochte, und schlug an das Ufer, und weit draußen sah er die Schiffe, die gaben Notschüsse ab und tanzten und sprangen auf den Wellen. Der Himmel war in der Mitte noch so ein bisschen blau, aber an den Seiten, da zog es herauf wie ein schweres Gewitter. Da stellte er sich ganz verzagt in seiner Angst hin und sagte, Manche, Timpete, Butche in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will. Na, was will sie denn? Sagte der Butt. Ach, sagte der Mann, sie will Papst werden. Papst, deine Frau. Nun gut. Geh nur hin. Sie ist es schon, sagte der Butch.
Da ging er fort. Und als er ankam, war da eine große Kirche, von lauter Palästen umgeben. Da drängte er sich durch das Volk. Innen war aber alles mit tausend und tausend und abertausenden Lichtern erleuchtet. Und seine Frau war in lauter Gold gekleidet und saß auf einem noch viel höheren Thron und hatte drei große goldene Kronen auf. Und rings um sie herum standen viele vom geistlichen Stand. Und auf beiden Seiten neben ihr, da standen zwei Reihen Lichter. Das größte so dick und so groß wie der allergrößte Turm, bis hinunter zum allerkleinsten Küchenlicht. Und alle die Kaiser und die Könige, die lagen vor ihr auf den Knien und küssten ihr den Pantoffel. Frau, sagte der Mann und sah sie recht an. Bist du nun Papst? Ja, sagte sie. Ich bin Papst. Da stand er da und sah sie recht an. Und das war, als ob er in die helle Sonne selbst sehe. Als er sie nun so eine Zeit lang angesehen hatte, da sagte er, »Ach, Frau, was steht dir das schön, dass du Papst bist?« Sie saß aber da so steif wie ein Baum und rüttelte und rührte sich nicht. Da sagte er, »Frau, nun sei auch zufrieden damit, jetzt, wo du Papst bist. Jetzt kannst du doch nichts anderes mehr werden und nicht noch höher hinausgehen.« »Das will ich mir bedenken«, sagte die Frau. Damit gingen sie beide zu Bett. Aber zur Abwechslung war die Frau nicht zufrieden. Und die Gier ließ sie nicht schlafen. Sie dachte immer, was sie noch mehr werden könnte. Der Mann allerdings, der schlief recht gut und fest. Er war den Tag immerhin viel gelaufen. Die Frau aber, die konnte nicht einschlafen und warf sich von einer Seite auf die andere, die ganze Nacht hindurch, und dachte nur immer, was sie wohl sonst noch werden könnte, und konnte sich doch auf nichts mehr besinnen. Etwas Höheres als dem Papst gab es nicht auf der Erde. Schließlich wollte die Sonne aufgehen, und als die Frau das Morgenrot sah, da richtete sie sich auf ihrem Bett auf und sah sich das an. Und als sie nun im Fenster die Sonne heraufkommen sah, da dachte sie, ha, könnte ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen lassen? Mann, sagte sie und stieß ihn mit dem Ellbogen in die Rippen. Wach auf, du hast zu tun. Geh hin zum Butt. Ich will werden wie der liebe Gott. Vergiss das. Ich will Gott werden. Der Mann war noch halb im Schlaf, aber er erschrak so, dass er aus dem Bette fiel. Er meinte, er hätte sich verhört, rieb sich die Augen aus und fragte, Frau, ich hab da irgendwas missverstanden. War das du gesagt? Mann, sagte sie, wenn ich nicht die Sonne und den Mond kann aufgehen lassen und muss das somit ansehen, wie Sonne und Mond aufgehen. Ich kann das nicht aushalten und habe keine ruhige Stunde mehr, dass ich sie nicht selber kann aufgehen lassen. Da sah sie ihn so grausig an, dass ihn ein Schauder überlief. Sofort gehst du hin. Ich will werden wie der liebe Gott selbst. Ach, Frau, sagte der Mann und fiel vor ihr auf die Knie. Das kann der Bund nicht. Kaiser und Papst, gut, Kaiser und Papst konnte er machen. Ich bitte dich, sei vernünftig und bleib Papst. Da kam sie in Wut. Die Haare flogen ihr wild um den Kopf. Sie riss sich das Leibchen auf und trat nach ihm mit dem Fuß und schrie, ich halte und halte das nicht länger aus.
Willst du wohl gleich hingehen? Da zog er sich die Hosen an und rannte los wie ein Verrückter. Draußen aber ging der Sturm und brauste, dass er kaum noch auf seinen Füßen stehen konnte. Die Häuser und die Bäume wurden umgeweht und die Berge selbst bebten und die Felsbrocken rollten in die See und der Himmel war pechschwarz und es donnerte und blitzte und die See rollte daher in großen schwarzen Wogen, so hoch wie Kirchtürme und Berge. Und sie hatten alle darauf eine weiße Krone von Schaum. Da schrie er und konnte sein eigenes Wort nicht hören. Manche, manche, Timpete, Bunche, Bunche, in der See, Biene froh, Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will. Na? Was will sie denn jetzt? Fragte der Butch. Ach, sagte er, nur fast eine Kleinigkeit. Nur ein bisschen mehr will sie noch. Sie will der liebe Gott werden. Ach, nicht mehr als das? Nur der liebe Gott selbst? Geh nur hin. Sie sitzt schon wieder in dem alten Pott. Und als er zurück zu ihr kam, saß sie da und genau dort sitzen sie noch bis heute und auf diesen Tag. Tischlein deck dich, Esel streck dich und Knüppel aus dem Sack. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. Es war einmal ein Schneider, der drei Söhne hatte. Und nur eine einzige Ziege. Aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, musste ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne taten das auch nach der Reihe. Einmal brachte sie der Älteste auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter standen, ließ sie da fressen und herumspringen. Abends, als es Zeit war heimzugehen, fragte er: Ziege, bist du satt? Die Ziege antwortete: Mäh, ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh. So kommst noch raus, sprach der Junge, fasste sie am Strickchen, führte sie in den Stall und band sie fest. Nun, fragte der alte Schneider, hat die Ziege ihr gehöriges Futter? Oh, antwortete der Sohn, die ist so satt, sie mag kein Blatt. Der Vater aber wollte sich selbst überzeugen, ging hinab in den Stall, streichelte das liebe Tier und fragte: O Ziege, bist du auch satt? Die Ziege antwortete: Mäh, wovon sollte ich denn satt sein? Mäh, ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einziges Blättelein. Mäh, mäh. Was muss ich hören? Rief der Schneider, lief hinaus und sprach zu dem Jungen: Ei, du Lügner! Sagst, die Ziege wäre satt und hast sie hungern lassen? Und in seinem Zorne nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit Schlägen hinaus. Am anderen Tag war die Reihe am zweiten Sohn. Der suchte an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter guter Kräuter standen. Und die Ziege fraß sie rein ab. Abends, als er heim wollte, fragte er die Ziege: Ziege, bist du satt? Die Ziege antwortete: Ach, ich bin so satt. Ich mag kein Blatt. Bäh, bäh. So komm noch auf, sprach der Junge,
zog sie heim und band sie am Stalle fest. »Nun?« fragte der alte Schneider. »Hat die Ziege ihr gehöriges Futter?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, sie mag kein Blatt.« Der Schneider wollte sich darauf nicht verlassen, ging hinab in den Stall und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« Die Ziege antwortete, »Wovon soll ich denn satt sein? Ich sprang nur über ein Gräbelein und fand kein einziges Blättelein. Mäh, mäh!« »Der gottlose Bösewicht!« schrie der Schneider. »So ein frommes Tier hungern zu lassen!« lief hinaus und schlug mit der Elle den Jungen zur Tür hinaus. Die Reihe kam jetzt an den dritten Sohn. Der wollte seine Sache gut machen, denn er hat ja gesehen, wie es endet, wenn man es schlecht macht. Suchte Buschwerk mit dem schönsten Laub aus und ließ die Ziege daran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte er die Ziege, »Ziege, bist du auch wirklich satt?« Die Ziege antwortete, »Boah, ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Bäh, bäh.« »So komm nach Haus«, sagte der Junge, führte sie in den Stall und band sie fest. »Nun?« fragte der alte Schneider. »Hat die Ziege denn dieses Mal ihr gehöriges Futter?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, und ich zitiere, sie mag kein Blatt.« Der Schneider aber traute ihm nicht, ging hinab und fragte die Ziege selbst. »Ziege, bist du auch satt?« Das boshafte Tier aber antwortete, »Mäh, wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über ein Gräbelein und fand kein einziges Blättelein. Mäh, mäh!« »Oh, du Lügenbrut!« rief der Schneider. »Einer so gottlos und pflichtvergessend wie der andere! Ihr sollt mich nicht länger zum Narren haben!« Und vor Zorn ganz außer sich sprang er hinauf und gerbte dem armen Jungen mit der Elle den Rücken so gewaltig, dass er zum Hause hinaussprang. Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Am anderen Morgen, da er nun keine Söhne mehr hatte, die er schicken konnte, ging er selbst hinab in den Stall, liebkoste die Ziege und sprach, »Komm, mein liebes Tierlein, ich will dich selbst zur Weide führen.« Er nahm sie am Strick und brachte sie zur grünen Hecke und unter Schafrippe und was die Ziege gern fressen. »Da kannst du dich einmal nach Herzenslust sättigen«, sprach er zu ihr und ließ sie weiden bis zum Abend. Da fragte er, »Ziege, bist du satt?« Sie antwortete, »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh.« »So komm nach Haus«, sagte der Schneider, führte sie in den Stall und band sie fest. Als er wegging, kehrte er sich noch einmal um und sagte, »Nun bist du doch einmal satt.« Aber die Ziege machte es ihm nicht besser und rief, »Satt? Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über ein Gräbelein und fand kein einziges Blättelein. Mäh, mäh!« Als der Schneider das hörte, stutzte er, denn es war ihm, als hätte er es anders erlebt, und sah wohl, dass er seine drei Söhne ohne Ursache verstoßen hatte. »Wart«, rief er, »du undankbares Geschöpf, dich vorzujagen ist noch zu wenig. Ich will dich zeichnen, dass du dich unter ehrbaren Schneidern nicht mehr darfst sehen lassen.« In einer Hast sprang er hinauf, holte sein Bartmesser, seifte der Ziege den Kopf ein und schor sie glatt wie seine flache Hand. Und weil die Elle zu ehrenvoll gewesen wäre, holte er die Peitsche und versetzte ihr solche Hiebe, dass sie in gewaltigen Sprüngen davonlief. Der Schneider, als er so ganz einsam in seinem Hause saß, verfiel in großer Traurigkeit und hätte seine Söhne gerne wieder gehabt. Aber niemand wusste, wo sie hingeraten waren. Der Älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Da lernte er fleißig und unverdrossen.
Und als seine Zeit herum war, dass er wandern sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischelein, das gar kein besonderes Ansehen hatte und zudem auch noch von gewöhnlichem Holz war. Aber es hatte eine gute Eigenschaft. Wenn man es hinstellte und sprach, Tischlein, deck dich, so war das gute Tischlein auf einmal mit einem sauberen Tüchlein bedeckt und stand da ein Teller und Messer und Gabeln daneben und Schüsseln mit gesottenem und gebratenem so viel Platz hatten. Und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete, dass einem das Herz lachte. Der junge Geselle dachte, damit hast du genug für dein Lebtag, zog guter Dinge in die Welt umher und bekümmerte sich gar nicht darum, ob ein Wirtshaus gut oder schlecht und ob etwas darin zu finden war oder nicht. Wenn es ihm gefiel, so kehrte er gar nicht ein, sondern im Felde, im Walde, auf einer Wiese, wo er Lust hatte, nahm er sein Tischlein vom Rücken, stellte es vor sich hin und sprach, Tischlein, deck dich. So war alles da, was sein Herz begehrte. Endlich kam es ihm in den Sinn, er wollte zu seinem Vater zurückkehren. Sein Zorn würde sich gelegt haben. Und mit dem Tischlein deck dich, würde er ihn auch gerne wieder aufnehmen. Es trug sich zu, dass er auf dem Heimweg abends in ein Wirtshaus kam, das mit Gästen angefüllt war. Sie hießen ihn willkommen und luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen. Sonst würde er schwerlich noch etwas bekommen. Nein, antwortete der Schreiner. Die paar Bissen will ich euch nicht vor dem Munde wegnehmen. Lieber sollt ihr meine Gäste sein. Sie lachten und meinten, er triebe seinen Spaß mit ihnen. Aber er stellte sein hölzernes Tischlein mitten in die Stube und sprach, Tischlein, deck dich. Augenblicklich war es mit Speisen besetzt, so gut, wie sie der Wirt nie hätte herbeischaffen können und wovon der Geruch den Gästen lieblich in die Nase stieg. Zugegriffen, liebe Freunde, sprach der Schreiner. Und die Gäste, als sie sahen, wie es gemeint war, ließen sich nicht zweimal bitten, rückten heran, zogen ihre Messer und griffen tapfer zu. Und was sie am meisten verwunderte, wenn eine Schüssel leer geworden war, stellte sich gleich von selbst eine volle an ihren Platz. Der Wirt stand in einer Ecke und sah dem Dinge zu. Er wusste gar nicht, was er sagen sollte. Dachte aber, einen solchen Koch könntest du in deiner Wirtschaft wohl gebrauchen. Der Schreiner und seine Gesellschaft waren lustig bis in die späte Nacht. Endlich legten sie sich schlafen und der junge Geselle ging auch zu Bett und stellte sein Wünschtischlein an die Wand. Dem Wirte aber ließen seine Gedanken keine Ruhe. Es fiel ihm ein, dass in seiner Rumpelkammer ein altes Tischlein stünde, das gerade so aussehe. Das holte er ganz sachte herbei und vertauschte es mit dem Wünschtischlein. Am anderen Morgen zahlte der Meister sein Schlafgeld, packte sein Tischlein ein, dachte gar nicht daran, dass er ein falsches hätte und ging seiner Wege. Zu Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing. Nun, mein lieber Sohn, was hast du denn gelernt? Sagte er zu ihm. Vater, ich bin Schreiner geworden. Ein gutes Handwerk, erwiderte der Alte. Naja, nicht das Schneiderhandwerk und man kann nichts davon anziehen. Dennoch nicht schlecht, nicht schlecht. Aber was hast du denn von deiner Wanderschaft mitgebracht? Vater, das Beste, was ich mitgebracht habe, ist das Tischchen. Der Vater schaute sich das Tischlein an, betrachtete es kritisch von allen Seiten und sagte, daran hast du aber kein Meisterstück gemacht. Das ist ein altes und schlechtes Tischlein. Mag sein, Vater, aber es ist ein Tischlein, deck dich.
antwortete der Sohn. Wenn ich es hinstelle und ihm sage, er soll sich decken, so stehen gleich die schönsten Gerichte darauf und Wein dabei, der das Herz erfreut, sag ich dir. Ladet nur alle Verwandten und Freunde ein. Die sollen sich einmal laben und erquicken. Denn das Tischlein hier macht sie alle satt. Als die Gesellschaft beisammen war, stellte er sein Tischlein mitten in die Stube und sprach, Tischlein, deck dich. Aber das Tischlein regte sich nicht und blieb so leer wie ein anderer Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle, dass ihm das Tischlein vertauscht war und schämte sich, dass er wie ein Lügner dastand. Die Verwandten aber lachten ihn aus und mussten ungetrunken und ungesessen wieder heimwandern. Der Vater holte seine Lappen wieder herbei und schneiderte fort. Der Sohn aber ging bei einem Meister in die Arbeit. Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen und bei ihm in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister, »Weil du so wohl gehalten hast, schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art, sag ich dir. Er zieht nicht am Wagen und er trägt auch keine Säcke.« »Wozu ist er dann nütze?« fragte der junge Gesell. »Er speit Gold«, antwortete der Müller. »Wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst, Pricklebritt, so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn.« »Das ist ja mal eine schöne Sache«, sprach der Geselle, dankte dem Meister und zog in die Welt. Wenn er Gold nötig hatte, brauchte er nur zu seinem Esel Bricklebritt zu sagen, so regnete es Goldstücke. Und er hatte keine weitere Mühe, als sie von der Erde aufzuheben. Nun ja, Gold ist wohl schwer, aber alles in allem eine geringe Arbeit mit massig Gewinn. Wo er hinkam, war ihm das Beste gut genug. Und je teurer, je lieber, denn er hatte immer einen vollen Beutel. Als er sich eine Zeit lang in der Welt umgesehen hatte, dachte er, du musst deinen Vater aufsuchen. Wenn du mit dem Goldesel kommst, wird er seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen. Es trug sich zu, dass er in dasselbe Wirtshaus geriet, wo seinem Bruder das Tischlein vertauscht worden war. Er führte seinen Esel an der Hand und der Wirt wollte ihm das Tier abnehmen und anbinden. Der junge Geselle aber sprach, gebt euch keine Mühe. Meinen Graufimmel führe ich selbst in den Stall und binde ihn selbst an, denn ich muss wissen, wo er steht. Dem Wirt kam das verwunderlich vor und er meinte, einen, der sein Esel selbst besorgen müsste, hätte nicht viel zu verzehren. Als aber der Fremde in die Taschen griff, zwei Goldstücke herausholte und sagte, er sollte nur etwas Gutes für ihn einkaufen, so machte er große Augen, lief und suchte das Beste, das er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast, was er ihm schuldig wäre. Der Wirt wollte die doppelte Kreide nicht sparen und sagte, noch ein paar Goldstücke müsste er zulegen. Der Geselle, welcher durch den Reichtum den Wert des Geldes vergessen hatte, griff in die Tasche, aber sein Gold war eben zu Ende. »Wartet einen Augenblick, Herr Wirt«, sprach er. »Ich will nur eben gehen und Gold holen«, nahm aber das Tischtuch mit. Der Wirt wusste nicht, was das heißen sollte, war neugierig, schlich ihm nach und da der Gast die Stalltür zugeriegelt hatte, guckte er durch das Astloch. Der Fremde breitete unter dem Esel das Tuch aus und rief, Bricklebritt! Und augenblicklich fing das Tier an, Gold zu speien, von hinten und von vorn, dass es ordentlich auf die Erde herabregnete. Ei der Tausend, sagte der Wirt. Da sind die Dukaten ja bald geprägt. So ein Geldbeutel ist nicht übel. Der Gast bezahlte seine Zeche und legte sich schlafen. Der Wirt aber schlich in der Nacht hinab in den Stall, führte den Münzmeister weg und band einen anderen
vollkommen gewöhnlichen Esel an seine Stelle. Den folgenden Morgen in der Frühe zog der Geselle mit seinem Esel ab und meinte, er hätte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Vater an, der sich freute, als er ihn wiedersah und ihn gerne aufnahm. »Was ist aus dir geworden, mein Sohn?« fragte der Alte. »Ein Müller, lieber Vater«, antwortete er. »Was hast du denn von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Weiter nichts als ein Esel.« »Esel? Esel gibt's hier genug«, sagte der Vater. »Da wäre mir doch eine gute Ziege lieber gewesen«, antwortete der Sohn. »Aber es ist kein gemeiner Esel, sondern ein Goldesel. Wenn ich ihm sage, Bricklebrit, so speit euch das gute Tier ein ganzes Tuch voll Goldstücke. Lasst nur alle Verwandten herbeirufen. Ich mache sie alle zu reichen Leuten.« »Das lasse ich mir gefallen«, sagte der Vater. »Dann brauche ich mich mit der Nadel nicht weiter zu quälen«, sprang selbst fort und rief die Verwandten herbei. Sobald sie beisammen waren, hieß sie der Müller Platz machen, holte das größte Tuch, was er hatte, und breitete es schön aus und brachte den Esel in die Stube. »Jetzt gebt Acht«, sagte er. »Bricklebrit!« Und es fiel jede Menge herab. Aber es waren keine Goldstücke, die da herabfielen. Und es zeigte sich, dass das Tier nichts von der Kunst verstand, denn es bringt's nicht jeder Esel so weit. Da machte der arme Müller ein langes Gesicht, sah, dass er betrogen war, und bat die Verwandten um Verzeihung, die so arm heimgingen, als sie gekommen waren. Es blieb nichts anderes übrig, der Alte musste wieder nach der Nadel greifen und der Junge sich bei einem Müller verdingen. Der dritte Bruder nun war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen. Und weil es ein kunstreiches Handwerk ist, musste er am längsten lernen. Seine Brüder aber meldeten ihm in einem Briefe, wie es ihnen ergangen wäre und wie sie der Wirt noch am letzten Abend um ihre schönen Wünschdinge gebracht hatte. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohl gehalten hatte, einen Sack und sagte, »Es liegt ein Knüppel darin.« »Den Sack kann ich umhängen und er kann mir gute Dienste leisten«, sprach der Gesell. »Aber was soll der Knüppel darin? Der macht ihn ja nur schwer.« »Das will ich dir sagen«, antwortete der Meister. »Hat dir jemand etwas zuleide getan, so sprich nur, Knüppel aus dem Sack, so springt dir der Knüppel heraus unter den Leuten und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, dass sie sich 8 Tage lang nicht regen und bewegen können. Und er lässt dann nicht ab, als bis du sagst, Knüppel in den Sack.« Der Geselle dankte ihm, hängte den Sack um und wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib wollte, so sprach er, Knüppel aus dem Sack. Alsbald sprang der Knüppel heraus und klopfte einen nach dem anderen, Rock oder Wams, gleich auf dem Rücken aus und wartete nicht erst, bis er ihn ausgezogen hatte. Und das ging so geschwind, dass, ehe sich's einer versah, die Reihe schon an ihm war. Der junge Drechsler langte zur Abendszeit in dem Wirtshaus an, wo seine Brüder waren betrogen worden. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und fing an zu erzählen, was er alles Merkwürdige in der Welt gesehen habe. »Ja«, sagte er, »man findet wohl ein Tischlein, deck dich, ein Goldesel und dergleichen. Lauter guter Dinge halt, die ich nicht verachte. Aber das ist alles nichts gegen den Schatz, den ich mir erworben habe und in meinen Sack da mit mir führe.« Der Wirt spitzte die Ohren. »Was in aller Welt mag das sein?« dachte er. »Der Sack ist wohl mit lauter Edelsteinen angefüllt. Den sollte ich billig auch noch haben, denn aller guten Dinge sind 3. Als Schlafenszeit war, streckte sich der Gast auf die Bank und legte seinen Sack als Kopfkissen unter.
Der Wirt, als er meinte, der Gast läge in tiefem Schlaf, ging herbei, rückte und zog ganz sachte und vorsichtig an dem Sack, als ob er ihn vielleicht wegziehen und einen anderen unterlegen konnte. Der Drechsler aber hatte schon lange darauf gewartet. Wie nun der Wirt eben einen herzhaften Ruck tun wollte, rief er: »Knüppel aus dem Sack!« Alsbald fuhr das Knüppelchen heraus, dem Wirt auf den Leib und rieb ihm die Nähte, dass es eine Art hatte. Der Wirt schrie um Erbarmen, aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel den Takt dazu auf dem Rücken, bis er endlich erschöpft zur Erde fiel. Da sprach der Drechsler: »Wenn du das Tischlein deck dich und den Goldesel nicht wieder herausgibst, so soll der Tanz von neuem angehen.« »Ach nein, nein«, rief der Wirt ganz kleinlaut, »ich gebe dir alles gerne wieder heraus. Lasst nur den verwünschten Kobold wieder in den Sack kriechen.« Da sprach der Geselle: »Ich will Gnade für Recht ergehen lassen, aber hüte dich vor Schaden.« Dann rief er: »Knüppel, in den Sack!« und ließ ihn ruhen. Der Drechsler zog am anderen Morgen mit dem Tischlein deck dich und dem Goldesel heim zu seinem Vater. Der Schneider freute sich, als er ihn wieder sah, und fragte auch ihn, was er in der Fremde gelernt hätte. »Lieber Vater«, antwortete er, »ich bin ein Drechsler geworden.« »Ein kunstreiches Handwerk«, sagte der Vater. »Zwar nicht schneidern und man kann nichts davon anziehen, aber doch ganz nett. Was hast du denn von der Wanderschaft mitgebracht?« »Ein kostbares Stück, lieber Vater«, antwortete der Sohn. »Einen Knüppel in einem Sack.« »Was?« rief der Vater. »Einen Knüppel? Das ist der Mühe wert? Den kannst du dir von jedem Baum abhauen.« »Nein, nein, nein, nein. Nicht einen solchen, lieber Vater. Sage ich, Knüppel aus dem Sack, so springt der Knüppel heraus und macht mit dem, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz und lässt nicht eher nach, als bis er auf der Erde liegt und um gut Wetter bittet. Seht ihr, mit diesem Knüppel habe ich das Tischlein deck dich und den Goldesel wieder herbeigeschafft, die der diebische Wirt meinen Brüdern abgenommen hatte. Jetzt lasst die beiden rufen und ladet alle Verwandten ein. Ich will sie speisen und tränken und ich will ihnen die Taschen mit Gold füllen.« Der alte Schneider wollte nicht recht trauen. Immerhin hat er das schon zweimal getan und wurde zweimal verlacht, brachte aber dennoch zum dritten Mal die Verwandten zusammen. Da deckte der Drechsler ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel herein und sagte zu seinem Bruder: »Nun, lieber Bruder, sprich mit ihm.« Der Müller sagte: »Bricklebrett!« Und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen. Und der Esel hörte nicht eher auf, als bis alle so viel hatten, dass sie nicht mehr tragen konnten. Dann holte der Drechsler das Fischlein und sagte: »Lieber Bruder, nun sprich mit ihm.« Und kaum hatte der Schreiner »Tischlein, deck dich« gesagt, so war es gedeckt und mit den schönsten Schüsseln reichlich besetzt. Da ward eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch keine in seinem Haus erlebt hatte. Und die ganze Verwandtschaft blieb zusammen bis in die Nacht und waren alle lustig und vergnügt. Der Schneider verschloss Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einem Schrank und lebte fortan mit seinen Söhnen in Freude und Herrlichkeit.
ganz im Glück. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. Hans hatte 7 Jahre bei seinem Herrn gedient. Da sprach er zu ihm: Herr, meine Zeit ist herum. Nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter. Gib mir meinen Lohn. Der Herr antwortete: Du hast mir treu und ehrlich gedient. Wie der Dienst war, so soll der Lohn sein. Und gab ihm ein Stück Gold, so groß, als Hansens Kopf war. Hans zog ein Tüchlein aus der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, setzte ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Haus. Wie er so dahinging und immer ein Bein vor das andere setzte, kam ihm ein Reiter in die Augen, der frisch und fröhlich auf einem muntern Pferd vorbeitrabte. »Ach«, sprach Hans ganz laut, »was ist das Reiten ein schönes Ding? Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinem Stein, spart die Schuh und kommt fort, er weiß nicht wie.« Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief: »Ei, Hans, warum läufst du auch zu Fuß?« »Ich muss ja wohl«, antwortete er. »Da habe ich einen Klumpen heimzutragen. Es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerade halten. Auch drückt sie mir es auf die Schulter.« »Weißt du was?«, sagte der Reiter. »Wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd. Und du gibst mir diesen garstig schweren Klumpen.« »Von Herzen gern«, sprach Hans. »Aber ich sage euch, ihr müsst euch damit wirklich schleppen.« Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half dem Hans hinauf, gab ihm die Zügel fest in die Hände und sprach: »Wenn's nun recht geschwind soll gehen, so musst du mit der Zunge schnalzen und hopp hopp rufen.« Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferde saß und so frank und frei dahinritt. Über ein Weilchen fiel's ihm ein, es sollte noch schneller gehen, und fing an, mit der Zunge zu schnalzen und hopp hopp zu rufen. Das Pferd setzte sich in starken Trab, und ehe sich's Hans versah, war er abgeworfen und lag in einem Graben, der die Äcker von der Landstraße trennte. Das Pferd wäre auch durchgegangen, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten hätte, der des Weges kam und eine Kuh vor sich hertrieb. Hans suchte seine Glieder zusammen und machte sich wieder auf die Beine. Er war aber verdrießlich und sprach zu dem Bauern: »Es ist ein schlechter Spaß, das Reiten. Zumal, wenn man auf so eine Mähre gerät wie diese, die stößt und einen herabwirft, dass man den Hals brechen kann. Ich setze mich nun und nimmermehr wieder auf. Da lobe ich mir eure Kuh. Da kann einer mit Gemächlichkeit hinterhergehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag gewiss. Bei allen Göttern, was gebe ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte?« »Nun«, sprach der Bauer, »geschieht euch so ein großer Gefallen, so will ich euch wohl die Kuh für das Pferd tauschen.« Hans willigte mit 1000 Freunden ein. Der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon. Hans nun trieb seine Kuh ruhig vor sich her und bedachte den glücklichen Handel. »Hab ich nur ein Stück Brot und daran wird's mir's noch nicht fehlen, so kann ich, so oft mir's beliebe, Butter und Käse dazu essen. Habe ich Durst, so melke ich meine Kuh und trinke Milch. Herz, was verlangst du mehr?« Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er Halt, aß in der großen Freude alles, was er bei sich hatte, sein Mittags- und Abendbrot rein auf und ließ sich für seine letzten paar Heller ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er seine Kuh weiter, immer nach dem Dorfe seiner Mutter zu. Die Hitze ward drückender, je näher der Mittag kam, und Hans befand sich in einer Heide, die wohl noch eine Stunde dauerte. Da ward es ihm ganz heiß, so dass ihm vor Durst die Zunge am Gaumen klebte. »Dem Ding ist zu helfen«, dachte Hans. »Jetzt will ich meine Kuh melken und mich an der Milch laben.«
Er band sie an einen dürren Baum, und da er keinen Eimer hatte, so stellte er seine Ledermütze unter. Aber wie er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch zum Vorschein. Und weil er sich ungeschickt dabei anstellte, so gab ihm das ungeduldige Tier endlich mit einem der Hinterfüße einen solchen Schlag vor den Kopf, dass er zu Boden taumelte und eine Zeit lang sich gar nicht besinnen konnte, wo er war. Glücklicherweise kam gerade ein Metzger des Weges, der auf einem Schuhkarren ein junges Schwein liegen hatte. »Was sind das denn für Streiche?« rief er und half dem guten Hans auf. Hans erzählte, was vorgefallen war. Der Metzger reichte ihm seine Flasche und sprach, »Da, trinkt einmal und erholt euch. Die Kuh will wohl keine Milch geben, was? Das ist ein altes Tier, das höchstens noch zum Ziehen taugt oder zum Schlachten.« »Ei, ei«, sprach Hans und strich sich die Haare über den Kopf. »Wer hätte das gedacht? Es ist freilich gut, wenn man so ein Tier ins Haus abschlachten kann. Was gibt's für Fleisch? Aber ich mache mir aus Kuhfleisch nicht viel. Es ist mir nicht saftig genug, wisst ihr? Ja, wer so ein junges Schwein hätte, das schmeckt anders. Dabei noch die Würste.« »Hört, Hans«, sprach da der Metzger, »euch zuliebe will ich tauschen und will euch das Schwein für die Kuh lassen.« »Gott lohn euch eure Freundschaft«, sprach Hans und übergab ihm die Kuh, ließ sich das Schweinchen vom Karren losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die Hand geben. Hans zog weiter und überdachte, wie ihm doch alles nach Wunsch ginge. Begegnete ihm ja eine Verdrießlichkeit, so würde sie doch gleich wieder gut gemacht. Es gesellte sich danach ein Bursch zu ihm. Der trug eine schöne, weiße Gans unter dem Arm. Sie boten einander die Zeit, und Hans fing an, von seinem Glück zu erzählen und wie er immer so vorteilhaft getauscht hätte. Der Bursch erzählte ihm, dass er die Gans zu einem Kindtaufschmaus brächte. »Hebt einmal«, fuhr er fort und packte sie bei den Flügeln, »wie schwer sie ist. Die ist aber auch 8 Wochen lang genudelt worden. Wer in den Braten beißt, muss sich das Fett von beiden Seiten abwischen.« »Ja«, sprach Hans und wog sie mit der einen Hand, »die hat ihr Gewicht, aber mein Schwein ist auch keine Sau.« Indessen sah sich der Bursch nach allen Seiten ganz bedenklich um, schüttelte auch wohl mit dem Kopf. »Hört«, fing er darauf an, »mit eurem Schweine mag's nicht ganz richtig sein. In dem Dorfe, durch das ich gekommen bin, ist eben dem Schulze eins aus dem Stall gestohlen worden. Ich fürchte, ihr habt's da in der Hand. Sie haben Leute ausgeschickt und es wäre ein schlimmer Handel, wenn sie euch mit dem Schwein erwischten. Das Geringste ist, dass ihr ins finstere Loch gesteckt werdet.« Dem guten Hans ward bang. »Ach Gott«, sprach er, »helft mir aus der Not. Ihr wisst hier herum bessern Bescheid. Nehmt mein Schwein, da, und lasst mir eure Gans.« »Meine Gans für das Schwein? Puh, ich muss schon etwas aufs Spiel setzen«, antwortete der Bursche. »Aber ich will doch nicht schuld sein, dass ihr ins Unglück geratet.« Er nahm also das Seil in die Hand und trieb das Schwein schnell auf einen Seitenweg fort. Der gute Hans aber ging, seiner Sorgen entledigt, mit der Gans unter dem Arm der Heimat zu. »Wenn ich's recht überlege«, sprach er mit sich selbst, »habe ich noch Vorteil von dem Tausch. Erstlich den guten Braten, hernach die Menge von Fett, die herausträufeln wird. Das gibt Gänsefettbrot auf ein Vierteljahr. Und endlich die schönen weißen Federn. Die lass ich mir in mein Kopfkissen stopfen. Und darauf will ich wohl ungewiegt einschlafen. Was wird meine Mutter eine Freude haben?« Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren, sein Rad schnurrte und er sang dazu. »Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind.«
Hans blieb stehen und sah ihm zu. Endlich redete ihn auch an und sprach, »Euch geht's wohl, weil ihr so lustig bei eurem Schleifen seid.« »Oh ja«, antwortete der Scherenschleifer. »Das Handwerk hat einen güldenen Boden. Ein rechter Schleifer ist ein Mann, der, so oft er in die Tasche greift, auch Geld darin findet. Aber wo habt ihr denn die schöne Gans gekauft?« »Die habe ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht.« »Ein Schwein? Und das Schwein, wo habt ihr das gekauft?« »Das habe ich für eine Kuh gekriegt.« »Und die Kuh?« »Die habe ich für ein Pferd bekommen.« »Und das Pferd?« »Dafür habe ich einen Klumpen Gold, so groß als mein Kopf, gegeben.« »So groß? Und das Gold?« »Ei, das war mein Lohn für 7 Jahre Dienst.« »Ihr habt euch jederzeit zu helfen gewusst«, sprach der Schleifer. »Könnt ihr es nun so dahin bringen, dass ihr das Geld in der Tasche springen hört, wenn ihr aufsteht? So habt ihr euer Glück gemacht.« »Wie soll ich das denn anfangen?« sprach Hans. »Ihr müsst ein Schleifer werden wie ich. Dazu gehört eigentlich nichts mehr als ein Wetzstein. Das andere findet sich schon von selbst. Da habe ich einen. Der hier ist zwar ein wenig schadhaft, aber wisst ihr was? Dafür sollt ihr mir aber auch nichts weiteres als, sagen wir, eure Gans geben. Wollt ihr das? Wie könnt ihr noch fragen?« antwortete Hans. »Ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf Erden. Habe ich Geld, so oft ich in die Tasche greife, was brauche ich da länger noch zu sorgen?« reichte ihm die Gans hin und nahm den Wetzstein in Empfang. »Nun«, sprach der Schleifer und hob einen gewöhnlichen, schweren Feldstein, der neben ihm lag, auf. »Da, habt ihr noch einen tüchtigen Stein dazu, auf dem sich's gut schlagen lässt und ihr eure alten Nägel gerade klopfen könnt. Nehmt ihn und hebt ihn ordentlich auf.« Hans lud den Stein auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter. Seine Augen leuchteten vor Freude. »Ich muss in einer Glückshaut geboren sein«, rief er aus. »Alles, was ich mir wünsche, trifft mir ein. Wie in einem Sonntagskind.« Indessen, weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, begann er müde zu werden. Auch plagte ihn der Hunger, da er allen Vorrat auf einmal in der Freude über die erhandelte Kuh aufgezehrt hatte. Er konnte endlich nur mit Mühe weitergehen und musste jeden Augenblick Halt machen. Dabei drückten ihn die Steine ganz erbärmlich. Da konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, wie gut es wäre, wenn er sie gerade jetzt nicht zu tragen brauchte. Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen, wollte da ruhen und sich mit einem frischen Trunk laben. Damit er aber die Steine im Niedersitzen nicht beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Darauf setzte er sich nieder und wollte sich zum Trinken bücken. Da versah er's, stieß ein klein wenig an und beide Steine plumpten hinab. Hans, als er sie mit seinen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen, sprang vor Freuden auf, kniete da nieder und dankte Gott mit Tränen in den Augen, dass er ihm auch diese Gnade noch erwiesen und ihn auf eine so gute Art und ohne, dass er sich einen Vorwurf zu machen brauchte, von den schweren Steinen befreit hätte, die ihm allein noch hinderlich gewesen wären. »So glücklich wie ich«, rief er aus, »gibt es keinen Menschen unter der Sonne.« Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war. Thank you.
Der gestiefelte Kater. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. Es war einmal ein Müller. Der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten mahlen. Der Esel Getreide holen und Mehl forttragen, die Katze dagegen die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel, der Dritte den Kater, denn weiter blieb für ihn nichts übrig. Da war er traurig und sprach zu sich selbst: Mir ist es doch recht schlimm ergangen. Mein ältester Bruder kann mahlen, mein Zweiter auf einen Esel reiten, was kann ich mit dem Kater anfangen? Ach, lass mir einfach ein paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen, dann ist's vorbei. Hör, fing der Kater an, der alles verstanden hatte. Du brauchst mich nicht zu töten, um ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen. Wir machen das wie folgt. Lass mir anstelle dessen lieber ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann. Vertraue mir, wenn du das tust, soll dir bald geholfen sein. Der Müllersohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach. Weil aber eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihm die Stiefel anmessen. Überraschenderweise führte der Schuster, ohne mit der Wimper zu zucken, den Auftrag aus. Und hätte er das nicht getan, vielleicht wäre dann die Geschichte hier schon vorbei. Als sie fertig waren, zog sich der Kater an, nahm einen Sack, machte dessen Boden voll Korn, band aber eine Schnur drum, womit man ihn zuziehen konnte. Dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen, wie ein Mensch, zur Tür hinaus. Damals regierte ein König im Land, der aß so gerne Rebhühner. Es war aber eine Not, dass keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll, aber sie waren so scheu, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater und gedachte, seine Sache besser zu machen. Als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf, breitete das Korn auseinander, die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selber, schlich herum und lauerte. Die Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn und eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drin war, zog der Kater den Strick zu, lief herbei und drehte ihn den Hals um. Dann warf er den Sack auf den Rücken und ging geradewegs zum Schloss des Königs. Die Wache rief: Halt! Wohin? Zum König. Bist du toll? Ein Kater zum König? Ach, lass ihn nur gehen, sagte ein anderer. Der König hat doch oft Langeweile. Vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen Vergnügen. Zudem, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dieser Kater hier kann sprechen. Das ist nun auch nichts, was man jeden Tag so sieht. Als der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte: Mein Herr Graf. Dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen. Einige sprechen von so etwas wie Herr Marquis von Carabas oder ähnliches. Lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier diese Rebhühner. Wusste der sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem Kater, so viel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen könne. Das bringe deinem Herrn und danke ihm vielmals für sein Geschenk. Der arme Müllersohn aber saß zu Haus am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er Depp nun sein letztes Geld für die Stiefel des Katers weggegeben habe und der ihm wohl nichts Besseres dafür bringen könne. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttete das Gold vor dem Müller hin.
Da hast du etwas Gold von dem König, der dich ihm übrigens grüßen lässt und sich für die Rebhühner bei dir bedankt. Der Müller war froh ob den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles. Dann sagte er, du hast jetzt zwar Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben. Ausreichend Geld ist gut, aber Geld im Überfluss ist halt besser. Morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an. Dann sollst du noch reicher werden. Dem König habe ich nämlich gesagt, dass du ein Graf bist. Und für einen Grafen hast du noch weit zu wenig Geld. Am anderen Tag ging der Kater, wie er gesagt hatte, wohlgestiefelt wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang, für den er erneut mehr als fürstlich belohnt wurde. So ging es alle Tage. Und der Kater brachte alle Tage Gold heim und ward so beliebt beim König, dass er im Schlosse ein- und ausgehen durfte. Einmal stand der Kater in der Küche des Schlosses beim Herd und wärmte sich. Da kam der Kutscher und fluchte, »Ach, ich wünschte, der König mit der Prinzessin wäre beim Henker. Ich wollte ins Gasthaus gehen, einmal ein Trinken und vielleicht etwas Karten spielen. Da sollte ich sie spazieren fahren, an den See.« Wie der Kater das hörte, schlich er nach Haus und sagte zu seinem Herrn, »Hör mal, wenn du ein Graf und reich werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin.« Der Müller wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Doch folgte er dem Kater. Immerhin hat der Kater ihn reich gemacht. Er schien zu wissen, was er tut, ging mit ihm, zog sich splitternackt aus und sprang in das Wasser. Was man halt nicht alles so macht, wenn das eigene Katzentier Befehle gibt. Der Kater aber nahm seine Kleider, trug sie fort und versteckte sie. Kaum war er damit fertig, da kam der König dahergefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren. Ach, allergnädigster König. Mein Herr, der hat sich hier zum See zum Baden begeben. Da ist ein Dieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen. Nun ist der Graf im Wasser und kann nicht heraus. Und wenn er sich noch länger darin aufhält, wird er sich erkälten und sterben. Wie der König das hörte, ließ er anhalten und einer seiner Leute musste zurückjagen und von des Königs Kleider holen. Der Herr Graf zog dann auch die prächtigen Kleider an und weil ihm ohnehin der König wegen der Rebhühner, die er meinte von ihm empfangen zu haben, gewogen war, so musste er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht böse darüber, denn der vermeintliche Graf war jung und schön. Und er gefiel ihr recht gut. Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo über 100 Leute waren und Heu machten. Wem ist diese Wiese, ihr Leute? Fragte der Kater. Dem großen Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem diese Wiese gehört, so werdet ihr antworten, dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen. Darauf ging der Kater weiter und kam an ein Kornfeld, so groß, dass es niemand übersehen konnte. Da standen mehr als 200 Leute und schnitten das Korn. Wem gehört das Korn, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Und wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so werdet ihr antworten, dem Grafen. Wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen. Endlich kam der Kater an einen prächtigen Wald. Da standen mehr als 300 Leute, fällten die großen Eichen und machten Holz. Wem ist der Wald, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König hier vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem der Wald gehört, so werdet ihr antworten,
dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so groß und stark ihr seid, glaubt mir, ihr werdet alle erschlagen. Der Kater ging noch weiter. Die Leute sahen ihm alle nach, und weil er so wunderlich aussah und wie ein Mensch in Stiefeln daherging, fürchteten sie sich vor ihm. Er aber kam bald an des Zauberers Schloss, trat keck hinein, ohne anzuklopfen oder zu fragen, wie Katzen halt so sind, und vor diesen hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an. Dann fragte er ihn endlich, was er denn wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte: O großer Zauberer, ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln könntest. Was ein Hund, Fuchs oder auch Wolf betrifft, da will ich es wohl glauben. Das ist ja auch keine Schwierigkeit. Aber von einem Elefant, das scheint mir dann doch ganz unmöglich. Und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen. Denn die Leute reden ja viel. Aber die Beweise sind's, die fehlen. Der Zauberer sagte stolz: Ein Elefant also. Ah, das ist für mich eine Kleinigkeit. Und war in dem Augenblick in einen Elefant verwandelt. Ah, das ist viel, sagte der Kater. Aber geht es auch in einen Löwen? Na, das ist auch nichts, sagte der Zauberer. Dann stand er als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken auf und rief: Ah, das ist unglaublich und unerhört. Dergleichen hätte ich mir nicht im Traume in die Gedanken kommen lassen. Aber noch mehr als alles andere wäre es, wenn du dich auch in ein so kleines Tier wie, was sagen wir, wie eine Maus verwandeln könntest. Du kannst gewiss mehr als irgendein Zauberer auf der Welt. Aber das wird dir doch zu hoch sein. Eine Maus kannst du nicht. Der Zauberer war ganz freundlich von den süßen Worten und sagte: Oh ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch. Und sprang als eine Maus im Zimmer umher. Schnapp! Der Kater war hinter ihm her, fing die Maus und mit einem Satz fraß er sie auf. Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und kam endlich zu einer großen Wiese. »Wem gehört denn das Heu?« fragte der König. »Dem Herrn Grafen!« riefen alle, wie der Kater ihnen befohlen hatte. »Oh, ihr habt da ein schönes Stück Land, Herr Graf«, sagte der König. »Ich bin so überrascht wie ihr. Ich meine, danke, eure Hoheit.« Danach kam sie an das große Kornfeld. »Wem gehört das Korn, ihr Leute?« »Dem Herrn Grafen!« »Ei, Herr Graf, große und schöne Ländereien.« Darauf zu dem Wald. »Wem gehört das Holz, ihr Leute?« »Dem Herrn Grafen!« Der König verwunderte sich noch mehr und sagte: »Ihr müsst ein überraschend reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht einmal mehr, dass ich selbst so einen prächtigen Wald habe.« »Das muss ich wohl sein, wenn ihr es sagt. Ihr seid der König und ich würde nie dem König widersprechen.« Endlich kam sie an das Schloss. Der Kater stand oben an der Treppe und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Türe auf und sagte: »Herr König, ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn, des Grafen, den diese Ehre für seinen Lebtag glücklich machen wird.« Der König stieg aus und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein eigenes Schloss. Der, nennen wir ihn Graf, aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Was immer auch der König währenddessen tat, aber als sie einige Stunden später wiederkamen, da ward die Prinzessin mit dem Grafen versprochen. Und als der König starb, ward er König. Der gestiefelte Kater aber ward erster Minister. Und er wurde nie wieder gefragt, ob er Mäuse jagen sollte.
Und die letzte Maus, die er in seinem Leben fangen musste, war zuvor ein Elefant gewesen. Die Gänsemagd. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. Gelesen von Tan Daniel, dem Geschichtenweber. Es lebte einmal eine alte Königin. Der war ihr Gemahl, schon lange Jahre gestorben. Und sie hatte eine schöne Tochter. Wie die erwuchs, wurde sie weit über Feld an einen Königssohn versprochen. Als nun die Zeit kam, wo sie vermählt werden sollten und das Kind in das fremde Reich abreisen musste, packte ihr die Alte gar viel köstliches Gerät und Geschmeide ein. Gold und Silber, Becher und Kleinode. Kurz alles, was nur zu einem königlichen Brautschatz gehörte. Denn sie hatte ihr Kind von Herzen lieb. Zudem weiß man ja auch nicht, was das andere Königshaus so alles zu bieten habe. Auch gab sie ihr eine Kammerjungfer bei, welche mitreiten und die Braut in die Hände des Bräutigams überliefern sollte. Und jede der beiden bekam ein Pferd zur Reise. Aber das Pferd der Königstochter hieß Falada und konnte sprechen. Wie nun die Abschiedsstunde war, begab sich die alte Mutter in ihre Schlafkammer, nahm ein Messerlein und schnitt damit in ihre Finger, dass sie bluteten. Darauf hielt sie ein weißes Läppchen unter und ließ 3 Tropfen Blut hinabfallen, gab sie der Königstochter und sprach: Liebes Kindlein, verwahre sie wohl. Sie werden dir unterwegs Not tun. Also nahmen beide voneinander betrübten Abschied. Das Läppchen steckte die Königstochter in ihrem Busen vor sich, setzte sich aufs Pferd und zog nun fort zu ihrem Bräutigam. Da sie eine Stunde geritten waren, empfand sie heißen Durst und sprach zu ihrer Kammerjungfer: Steig bitte ab und schöpfe mit einem Becher, den du für mich mitgenommen hast, Wasser aus dem Bache. Ich möchte gerne einmal trinken. Wenn ihr Durst habt, sprach die Kammerjungfer, so steigt selber ab, legt euch ans Wasser und trinkt. Ich mag eure Magd nicht sein. Da stieg die Königstochter vor großem Durst herunter, neigte sich über das Wasser im Bach und trank und durfte nicht aus dem goldenen Becher trinken. Da sprach sie: Ach Gott. Da antworteten die 3 Blutstropfen: Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen. Aber die Königsbraut war demütig, sagte nichts und stieg wieder zu Pferd. So ritten sie etliche Meilen weiter fort. Aber der Tag war warm, die Sonne stach und sie durstete bald von Neuem. Da sie nun an einen Wasserfluss kamen, rief sie noch einmal ihre Kammerjungfer: Steig ab und gib mir aus meinem Goldbecher zu trinken. Denn sie hatte alle bösen Worte längst vergessen. Vergesslichkeit kann manchmal wie Freundlichkeit wirken. Die Kammerjungfer sprach aber noch hochmütiger: Wollt ihr trinken? So trinkt allein. Ich mag nicht eure Magd sein. Da stieg die Königstochter hernieder vor großem Durst, legte sich über das fließende Wasser, weinte und sprach: Ach Gott. Und die Blutstropfen antworteten wiederum: Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen. Und wie sie so trank und sich recht überlehnte, fiel ihr das Läppchen, worin die 3 Tropfen waren, aus dem Busen und floss mit dem Wasser fort, ohne
dass sie es in ihrer großen Angst merkte. Die Kammerjungfer hatte aber zugesehen und freute sich, dass sie Gewalt über die Braut bekäme. Denn damit, dass diese drei Blutstropfen verloren waren, war sie schwach und machtlos geworden. Als sie nun wieder auf ihr Pferd steigen wollte, das da hieß Falada, sagte die Kammerfrau: Auf Falada gehöre ich und auf meinem Gaul gehörst du. Und das musste sie sich gefallen lassen. Dann befahl ihr die Kammerfrau mit harten Worten, die königlichen Kleider auszuziehen und ihre Schlechten anzulegen. Und endlich musste sie sich unter freiem Himmel schwören, dass sie am königlichen Hof keinem Menschen etwas davon sprechen wollte. Und wenn sie diesen Eid nicht abgelegt hätte, wäre sie auf der Stelle umgebracht worden. Aber Falada sah das alles an und nahm's wohl in Acht. Die Kammerfrau stieg nun auf Falada und die wahre Braut auf das schlechte Ross. Und so zogen sie weiter, bis sie endlich in dem königlichen Schlosse eintrafen. Da war große Freude über ihre Ankunft und der Königssohn sprang ihnen entgegen, hob die Kammerfrau vom Pferde und meinte, sie wäre seine Gemahlin. Sie ward die Treppe hinaufgeführt, die wahre Königstochter aber musste unten stehen bleiben. Da schaute der alte König aus dem Fenster und sah sie im Hof halten und sah, wie sie fein war, zart und gar schön. Ging alsbald hin ins königliche Gemach und fragte die Braut nach der, die sie bei sich hätte und da unten im Hofe stände, und wer sie wäre. Die? Ach! Die habe ich mir unterwegs mitgenommen zur Gesellschaft. Gebt der Magd etwas zur Arbeit, dass sie nicht müßig steht. Aber der alte König hatte keine Arbeit für sie und wusste nichts, als dass er sagte, da habe ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Gänse. Dem mag sie helfen. Der Junge hieß Kürtchen. Dem musste nun die wahre Braut helfen, Gänse hüten. Bald aber sprach die falsche Braut zu dem jungen König: Liebster Gemahl, ich bitte euch, tut mir einen Gefallen. Er antwortete: Das will ich gerne tun. So lasst den Schinder rufen und da dem Pferde, worauf ich hergeritten bin, den Hals abhauen, weil es mich unterwegs geärgert hat. Eigentlich aber fürchtete sie, dass das Pferd sprechen möchte, wie sie mit der Königstochter umgegangen war. Absolut rationale Ängste halt. Nun war es so weit geraten, dass es geschehen und der treue Falada sterben sollte. Da kam es auch der rechten Königstochter zu Ohr und sie versprach dem Schinder heimlich ein Stück Geld, das sie ihm bezahlen wolle, wenn er ihr einen kleinen Dienst erwiese. In der Stadt war ein großes finsteres Tor, wo sie abends und morgens mit den Gänsen durch musste. Unter das finstere Tor möchte er dem Falada seinen Kopf hinnageln, dass sie ihn doch noch mehr als einmal sehen könnte. Also versprach das der Schindersknecht zu tun, hieb den Kopf ab und nagelte ihn unter das finstere Tor fest. Des Morgens früh, da sie und Kürtchen unterm Tor hinaustrieben, sprach sie im Vorbeigehen: Oh du Falada, da du hangest. Da antwortete der Kopf: O du Jungferkönigin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, ihr Herz tät ihr zersprengen. Da zog sie still weiter zur Stadt hinaus und sie trieben die Gänse aufs Feld. Und wenn sie auf der Wiese angekommen war, saß sie nieder und machte ihre Haare auf. Die waren eitel Gold. Und Kürtchen sah sie und freute sich, wie sie glänzten, und wollte ihr ein paar ausraufen. Da sprach sie: Weh, weh, Windchen, nimm Kürtchen sein Hütchen und lass ihn mit sich jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt. Und da kam ein so starker Wind, dass er dem Kürtchen sein Hütchen wegwehte, über alle Land, und es musste ihm nachlaufen. Bis es wiederkam
war sie mit dem Kämmen und Aufsetzen fertig und es konnte keine Haare kriegen. Da war Kürtchen bös und sprach nicht mit ihr. Und so hüteten sie die Gänse, bis dass es Abend war. Dann gingen sie nach Haus. Den andern Morgen, wo sie unter dem finsteren Tor hinaustrieben, sprach die Jungfrau: O du Falada, da du hangest. Falada antwortete: O du Jungferkönigin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz tät ihr zerspringen. Und in dem Feld setzte sie sich wieder auf die Wiese und fing an, ihr Haar auszukämmen. Und Kürtchen lief und wollte danach greifen. Doch da sprach sie schnell: Weh, weh, Windchen, nimm Kürtchen sein Hütchen und lass ihn mit sich jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt. Und als wenn ihr's wissen würdet, da wehte der Wind und wehte ihm das Hütchen vom Kopf, weit, weit weg, dass Kürtchen nachlaufen musste. Und als es wieder kam, hatte sie längst ihre Haare zurecht und es konnte keins davon erwischen. Und so hüteten sie die Gänse, bis es Abend war. Abends aber, nachdem sie heimgekommen waren, ging Kürtchen vor den alten König und sagte: Mit dem Mädchen da will ich nicht länger Gänse hüten. Warum das denn? Fragte der alte König. Ei, das ärgert mich den ganzen Tag. Da befahl ihm der alte König zu erzählen, wie es ihm denn mit ihr ginge. Da sagte Kürtchen: Das fängt schon morgens an. Morgens, wenn wir unter dem finsteren Tor mit der Herde durchkommen, so ist ein Gaulskopf an der Wand festgenagelt. Zudem redet sie: Falla da, da du hangest. Da antwortet der Kopf: Oh, du Königsjungfer, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz tät ihr zerspringen. Und so erzählte Kürtchen weiter, was auf der Gänsewiese geschehe und wie es da dem Hut im Winde nachlaufen müsste. Der alte König befahl ihm, den nächsten Tag wieder hinauszutreiben. Und er selbst, wie es morgen war, setzte sich hinter das finstere Tor und hörte da, wie sie mit dem Haupt des Falada sprach. Und dann ging er ja auch nach in das Feld und barg sich in einem Busch auf der Wiese. Da sah er nun bald mit seinen eigenen Augen, wie die Gänsemagd und der Gänsejunge die Herde getrieben brachten und wie nach einer Weile sie sich setzte und ihre Haare losflocht. Die strahlten von Glanz. Gleich sprach sie wieder: Weh, weh, Windchen, nimm Kürtchen sein Hütchen und lass dich mit sich jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt. Für euch nicht neu, aber für den König schon. Denn da kam ein Windstoß und fuhr mit Kürtchens Hut weg, dass es weit zu laufen hatte. Und die Magd kämmte und flocht sich ihre Locken still fort, welches der alte König alles beobachtete. Darauf ging er unbemerkt zurück. Und als abends die Gänsemagd heimkam, rief er sie beiseite und fragte, warum sie dem allem täte. Das darf ich euch nicht sagen und darf auch keinem Menschen mein Leid klagen. Denn so habe ich mich unter freiem Himmel verschworen, weil ich sonst um mein Leben gekommen wäre. Er allerdings drang in sie und ließ ihr keinen Frieden, aber er konnte nichts aus ihr herausbringen. Da sprach er: Wenn du schon mir nichts sagen willst, so klag dem Eisenofen da dein Leid. Und ging fort. Da kroch sie in den Eisenofen, fing an zu jammern und zu weinen, schüttete ihr Herz aus und sprach: Da sitze ich nun von aller Welt verlassen und bin doch eine Königstochter. Und eine falsche Kammerjungfer hat mich mit Gewalt dahin gebracht, dass ich meine königlichen Kleider habe ablegen müssen und auf meinem Platz bei meinem Bräutigam eingenommen. Und ich muss als Gänsemagd gemeine Dienste tun. Wenn das meine Mutter wüsste, das Herz im Leib tät ihr zerspringen. Der alte König
stand aber außen an der Ofenröhre, lauerte ihr zu und hörte, was sie sprach. Da kam er wieder herein und hieß sie aus dem Ofen gehen. Da wurden ihr königliche Kleider angetan, und es schien ein Wunder, wie sie so schön war. Der alte König rief seinen Sohn und offenbarte ihm, dass er die falsche Braut hätte. Die war bloß ein Kammermädchen. Die wahre aber stände hier als gewesene Gänsemagd. Der junge König war herzensfroh, als er ihre Schönheit und Tugend erblickte. Und ein großes Mahl wurde angestellt, zu dem alle Leute und gute Freunde gebeten wurden. Obenan saß der Bräutigam, die Königstochter zur einen Seite und die Kammerjungfer zur anderen. Aber die Kammerjungfer war verblendet und erkannte jene nicht mehr in dem glänzenden Schmuck. Als sie nun gegessen und getrunken hatte und guten Mutes waren, gab der alte König der Kammerfrau ein Rätsel auf. Was eine solche wert wäre, die den Herrn so und so betrogen hätte. Er zählte damit den ganzen Verlauf und fragte, nun, welches Urteil ist diese würdig? Da sprach die falsche Braut, eine solche Person ist nichts Besseres wert, als dass sie aus dem Lande gejagt wird. Wohl wahr, das bist du, sprach der alte König. Und hast dein eigen Urteil gefunden. Und genau danach soll dir widerfahren. Und als das Urteil vollzogen war, vermählte sich der junge König mit seiner rechten Gemahlin. Und beide beherrschten ihr Reich in Frieden und Seligkeit.